Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Fangen wir mit stattlichen Straßenbäumen an. Die speichern CO2, liefern Sauerstoff, spenden Schatten, bringen Abkühlung, filtern Dreck und, und. In den Sommern aber sieht man den Stress ja längst an. Die Blätter eher gelb als grün, manche Krone Licht, die Hitze, die Dürre, sie kämpfen und sie brauchen Hilfe. Berlin setzt da nun auf die Nachbarschaft und die Kraft der Technik. Denn es gibt die Bürgerinnen und Bürger, die sich Gießkanne oder Putzeimer schnappen wollen, um Linde, Ahorn, Kastanie zu retten mit einer Runde Wasser aufs eigene Haus. Aber wie lässt sich verhindern, dass der eine Baum gleich dreimal versorgt wird, der andere so gar nicht? In Berlin heißt die Lösung Gieß den Kiez mit Webseite und App. Dort sind in einer interaktiven Karte 830.000 Bäume der Stadt verzeichnet, genauso ihre Bedürfnisse nach Wasser. Wer die Kastanie um die Ecke versorgt hat, klickt sie einfach an. Dann wissen die anderen Bescheid. Da organisiert sich eine Stadtgesellschaft neu, ja, auch besser. Meine Damen und Herren, Städte und Gemeinden wollen und müssen dem Klimawandel etwas entgegensetzen. Entscheidende Frage: Wie gut kann die Digitalisierung helfen, die Smartness, von der viel geredet wird? Ideen gibt es viele, im Kleinen, im Großen. Aber was ist wirklich smart, also schlau? Welche Schalter sind da jetzt umzulegen? Das werden wir klären. Wir versuchen es zumindest hier und jetzt. Herzlich willkommen in der Reihe Green Cities 2035. Unser Thema Smart City. Welchen Beitrag kann sie zum Klimaschutz leisten? Toll, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Klima- und Wirtschaftspolitik und begleite Sie durch die nächsten 2 Stunden. Und ich bin gespannt. Denn wie können moderne Technologien für eine gute Lebensqualität, denn darum geht es am Ende, eingesetzt werden? Was tut sich da eigentlich schon, auch dort, wo Sie leben, meine Damen und Herren? Deutschland sei ein Land der Faxgeräte und Funklöcher, schrieb erst gestern die Süddeutsche Zeitung. Ganz so ist es vielleicht nicht, aber einige Kommunen machen sich längst ran, ihre Infrastruktur mit neuester Technik auszustatten. Da geht nur noch mehr. Und alles immer wieder neu und selbst zu erfinden, das muss dabei keinesfalls sein. So in etwa müssen sich das zumindest unsere beiden Gastgeberinnen gedacht haben, die diesen Austausch heute möglich machen. Und die muss ich Ihnen unbedingt jetzt kurz vorstellen. Die haben diese ganze Reihe Green Cities entwickelt, machen das toll. Darum sage ich vorab schon mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Gastgeberin, das sind, Sie sehen sie, Sabine Drewes, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, und Ulrike Wolf. Sie leitet den Bereich Wissensmanagement beim Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU, auch in Berlin. Die Smart City, die vernetzte, digitalisierte Stadt der Zukunft, die ist ja nicht einfach mal so hoppla hopp da. Das ist viel Aufwand. Sabine Drewes, stecken denn da überhaupt wirklich so große Chancen für den Klimaschutz drin? Wie schätzen Sie das ein? Was lohnt sich? Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung zu Smart Cities in der Reihe Green Cities 2035. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, Smart Cities und Green Cities, ist das eigentlich dasselbe? Ist eine Green City automatisch auch smart und umgekehrt? Also automatisch würde ich sagen, jedenfalls nicht. Aber es reicht heute nicht mehr einfach Smart City als Sesam öffne dich für die schöne neue Stadtutopie zu sagen. Und es wird auch jetzt mehr darauf geschaut, ob und wie Digitalisierung und Einsatz von KI tatsächlich einen Mehrwert bringen. Und das finde ich auch gut so. Also aus meiner Sicht wäre jetzt die große Frage, wie können Digitalisierung und KI eingesetzt werden, um den größtmöglichen Nutzen für den Klimaschutz, aber auch für die Demokratie zu erreichen. Und ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen, mit unseren kommunalen ExpertInnen und mit den Kollegen von der Koordinierungs- und Transferstelle Smart Cities am DIFU heute darüber zu diskutieren. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Vielen Dank. Die Digitalisierung kann dazu beitragen, den Klimaschutz, die Energiewende voranzubringen, aber man muss sich gut überlegen, was man da tut. Was passiert da gerade, Ulrike Wolf? Wie sehen Sie die Lage in den Kommunen? Ja, erstmal auch von mir vorneweg an alle ein herzliches Willkommen. Die Veranstaltungen mit der Heinrich-Böll-Stiftung sind für uns vom DIFU auch immer total spannend. Wir erreichen Zielgruppen, zu denen wir manchmal nicht so gut Zugang haben. Privatwirtschaft, hier sind auch viele politische Akteure. Ja, wo stehen die Kommunen? Ich freue mich auch, dass ich meine beiden Kollegen gleich oder Sie gleich vorstellen werden, die noch mehr dazu sagen.
Es gibt in den Kommunen eine große Bandbreite und eine Vielfalt an digitalen Maßnahmen, die einen Beitrag auch leisten, ganz konkret zum Klimaschutz. Energieüberwachungssysteme, Smart Grids, irgendwelche Apps, Plattformen, intelligente Mobilitätslösungen. Was aber für den Kommunen die große Herausforderung ist, ist doch eine umfassende, gesamte koordinierte Strategie daraus zu stricken. Und die Erreichung der Klimaziele, CO2-Einsparungen, auch das ganze Thema Energie ist ein Baustein natürlich von mehreren, die da zusammengeführt werden müssen. Und nicht nur die Bausteine und die Themen, die zusammengeführt werden müssen, sondern ja auch die Akteure, auch aus unterschiedlichsten Bereichen. Und heute wollen wir ja nicht nur reden über Einzelmaßnahmen und isolierte Lösungen, sondern nicht nur über Quick Wins, wie man ja manchmal so sagt, sondern doch über den großen Hebel oder welche Hebel können wir bedienen, um die Klimaziele zu erreichen. Und da bin ich jetzt auch gespannt auf die Diskussion und auf die Inputs von meinen beiden Kollegen am DIFU. Oh, vielen Dank, Ulrike Wolf und Sabine Drewes. Ja, einfach so drauf loslaufen, das funktioniert nicht. Das ist auch eine Strecke bis zur echten grünen Smart City. Aber was heißt das eigentlich genau? Echte Smart City, grüne Smart City? Wir bekommen dazu gleich als erstes einen kurzen Input aus der Wissenschaft, haben Sie gerade schon gehört. Dann besprechen wir mit drei Praktikerinnen, welche Erfahrungen diese schon machen, was sich auch davon lernen lässt. Aber wir brauchen auch Sie alle, um weiterzukommen. Ohne Sie geht es nicht, meine Damen und Herren. Gilt das schon als smart, wenn Städte eine Gieß den Kiez-App entwickeln? Wohl eher nicht. Also anders gefragt, gibt es so eine Art Blaupause für die grüne und smarte City? Was heißt das genau? Und woher überhaupt kommen die notwendigen Daten? Zwei, die sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigen, zum Beispiel vom Bundesinnenministerium geförderte Smart City-Projekte begleiten, sind Jens Libbe und Theresa Hohmann. Sie kommen, wie Ulrike Wolf schon gesagt hat, vom Deutschen Institut für Urbanistik. Theresa Hohmann forscht dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema. Jens Libbe leitet den Bereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen. Theresa Hohmann, Jens Libbe. Jetzt sehen wir Sie. Das ist wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Und Ihr Screen ist das jetzt für Ihren Impulsvortrag. Smarte Städte und Regionen für eine nachhaltige Zukunft. Was tragen Sie zum Klimaschutz bei? Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich teile einmal kurz den Bildschirm für die Präsentation. Sieht man jetzt die Präsentation? Sehr gut. Genau. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, den Vortrag zu halten. Jens und ich freuen uns, Ihnen jetzt erläutern zu dürfen, was smarte Regionen und was smarte Städte zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen können und insbesondere, was sie zum Klimaschutz mit beitragen. Wir möchten Ihnen drei Fragen beantworten, nämlich einmal, was ist überhaupt eine Smart City? Was wird in Deutschland unter dem Begriff verstanden? Und wie passen Smart City und Klimaschutz überhaupt zusammen? Unter dem Begriff Smart City gibt es erstmal keine richtige einheitliche Definition. Wie nähern wir uns also diesem Begriff, diesem Leitbild? Wenn man den Begriff auf einer Suchmaschine eingibt, zum Beispiel auf Ecosia, kommen erstmal sehr viele relativ ähnliche Darstellungen auf. Man sieht Bilder, die vor allem westliche Wirtschaftsmetropolen mit Hochhäusern darstellen, diese meist bei Nacht dargestellt werden. Sie sind überzogen von Lichtpunkten, die eine Art Vernetzung und Datenströme versuchen zu symbolisieren, und der Farbton ist eher in Schwarz und auch in Blau gehalten. Das zeigt ein sehr homogenes Bild der Smart City. Und was nicht darauf zu sehen ist, sind vor allem Abbilder von Menschen, von der Natur, aber auch nochmal konkrete Bezüge zur Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wie können wir den Begriff weiter einordnen neben diesem ersten Eindruck? Indem wir nochmal genauer auf Interpretationen von Städten schauen, die sich diesem Leitbild verschrieben haben. Hier möchten wir einmal international auf zwei Beispiele blicken, nämlich einmal Quayside aus Toronto, Kanada. 2017 ist die Stadt mit dem Planungsunternehmen Waterfront Toronto einen Vertrag eingegangen, sowie mit dem Google-Unternehmen Sidewalk Labs. Das rote Gebiet sollte als Areal ausgestaltet werden und ein Hub sollte aufgebaut werden, zum Beispiel mit verschiedenen technologischen Anwendungen, unter anderem ein automatisiertes Müllentsorgungssystem und auch einem digitalen Monitoring, das die öffentlichen Flächen mit überwacht und sehr viele Daten davon sammelt. 2020 ist dieses Projekt aber für gescheitert erklärt worden, da es großen Gegenwind aus der Zivilbevölkerung gab. Unter anderem gab es Bedenken bezüglich der
Privatsphäre, dass das Gelände privatisiert werden sollte und auch, dass das Tech-Unternehmen einen sehr großen Einfluss hatte. Das neue Ziel der Stadtregierung ist es, unter anderem mehr erneuerbare Energien nun für das Quartier einzusetzen, mehr Grünflächen zu schaffen und ein sozial durchmischtes Wohngebiet mit aufzubauen. Ein zweites sehr stark diskutiertes Vorhaben aktuell ist The Line aus Saudi-Arabien. In der Wüste soll eine 170 Kilometer lange Linie entstehen und das Gebiet quasi zwischen diesen zwei Glaswänden soll hochtechnologisiert sein. Unter anderem soll man mit einem Highspeed-Zug innerhalb von 5 Minuten alles erreichen. Der Einsatz von Technologien ist hier sehr hoch und gleichzeitig gibt es auch das Nachhaltigkeitsversprechen, dass unter anderem viele Grünflächen geschaffen werden, viel für den Klimaschutz getan wird und die ganzen Technologien mit 100% erneuerbaren Energien betrieben werden. Natürlich ist auch diese Umsetzung sehr kritisch zu sehen und es gibt auch viel Gegenwind für dieses Vorhaben, denn allein der Bau beispielsweise verursacht etliche Tonnen CO2 und der hohe Energiebedarf für all diese Technologien kann nicht wirklich lokal über erneuerbare Energien erzeugt werden. Was nehmen wir also aus diesen zwei Beispielen mit? Man sieht, dass es vor allem sehr technikzentrierte, technikfokussierte Ansätze und einer Smart City sind und dass der Einsatz von Technologien hier wirklich sehr intensiv betrieben wird, unter anderem eben auch zu einer eher Überwachung von öffentlichen Flächen und dass es auch zu einem großen Einfluss von Tech-Unternehmen häufig kommt und natürlich, dass die Abhängigkeit von diesen Technologien auch einen hohen Energiebedarf erfordert. Man sieht aber auch an diesen zwei Ansätzen, dass es auf sehr viel Widerstand und Kritik stößt und dass diese auch teilweise verworfen werden. Wie das nun in Deutschland mit dem Begriff Smart City zu sehen ist, dafür möchte ich an Jens übergeben. Ja, danke Theresa und auch von mir ein Hallo in die Runde. Was wird unter Smart City in Deutschland verstanden? Kurz gesagt, die eine Definition gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt in Deutschland ja so einen Annäherungsprozess an das Thema Smart City, der seit fast 10 Jahren läuft. Wir haben als Koordinierungs- und Transferstelle Smart Cities vor 1,5 Jahren mal eine Umfrage gestartet, die hatten wir an Forsa vergeben, um einfach mal in der Bevölkerung zu erfahren, was ist Ihr Verständnis von Smart City? Was verbinden Sie mit Smart City? Eine Umfrage, die im Februar 2022 durchgeführt wurde und wir knapp über 1000 deutschsprachige Befragte dabei hatten. Was sind die Ergebnisse? Zum einen auffällig, mit dem Begriff Smart City verbinden Menschen unterschiedlich viel. Und was sehr auffällig ist, ist es vor allem in den kleineren Städten in Deutschland, in den kleineren Gemeinden, wo man noch relativ wenig mit dem Begriff zu diesem Zeitpunkt anfangen konnte. Und eher in den Großstädten wusste man, was mit dem Begriff anzufangen, hat vielleicht damit zu tun, dass der Akademikeranteil in der Bevölkerung etwas größer ist und der Smart-City-Begriff von daher vielleicht etwas zugänglicher war für diese Bevölkerungsgruppen. Was auch auffällig war, keiner weiß so ganz genau, was er damit meint. Man weiß so ungefähr, was man darunter verstehen kann, aber nicht so ganz genau, wie die Definition ist. Weiteres Bild, was wir damals erzeugt haben, war die Frage, welche Bereiche verbinden Sie eigentlich damit? Und da war auffällig, Energieversorgung, Mobilität, Umwelt, Bauen und Wohnen waren so die Top-Themen. Also alles auch Themen, die man irgendwie auch mit nachhaltiger und ökologischer Stadtentwicklung verbindet. Und es gab aber andere Themen wie Einzelhandel, Gesundheit, Bildung, die zwar auch durchaus stark positioniert waren, aber im Vergleich zu Mobilität und Energieversorgung doch deutlich zurückfallen. Das ist zu erklären über die Maßnahmen, über die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ein weiteres Bild war die Frage, was verbinden Sie eigentlich mit dem Begriff Smart City? Was erhoffen Sie sich von der Smart City? Und da waren zwei zentrale Botschaften, die dabei rauskamen. Zum einen Erleichterung im täglichen Alltag, Erleichterung im Lebensumfeld. Zum einen und zum zweiten sparsamer Einsatz mit knappen Ressourcen und damit mehr ökologische Nachhaltigkeit. Das waren sozusagen die dominierenden
Themen, die erstmal auffielen im Kontext von Nachhaltigkeit, aber es gibt auch andere Themen. Ein anderes Thema, was sehr stark war, das nämlich die Frage der öffentlichen Sicherheit, also die Frage der Kontrolle via Daten. Hingegen waren andere Bereiche wie Verlust von Traditionen nicht so stark repräsentiert. Aber was auch deutlich war, viele haben auch gesagt, dass Menschen sich überfordert fühlen und die Angst haben, abgehängt zu werden im Zuge der technologischen Entwicklung. Man muss zum Thema Smart City auch sagen, dass die deutschen Kommunen sich sehr frühzeitig dem Thema eigentlich zugewendet haben. Das heißt frühzeitig, den Begriff gibt es eigentlich schon fast 30 Jahre im wissenschaftlichen Diskurs, aber er hat sich sozusagen in der praktischen Lebenswelt eigentlich erst Ende der Nullerjahre in Deutschland langsam durchgesetzt. Es waren dann vor allem große IT-Dienstleister, die auf die Kommunen zugegangen sind und gesagt haben, wir haben neue, smarte Lösungen für die Städte. Ihr könntet die doch übernehmen, ihr solltet diese übernehmen. Das führte erstmal zu einer großen Verunsicherung bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die gefragt haben, worum geht es hier überhaupt? Und das hat dazu geführt, dass sich in Deutschland so eine Bewegung in Gang gesetzt hat mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunen, der Wissenschaft, der Wirtschaft und auch der Zivilgesellschaft, die versucht haben, sich gemeinsam dem Thema zu nähern. Und das ist gemündet im Grunde in zwei Prozesse. Zum einen in dem Prozess der neuen Leipzig-Charta. Die neue Leipzig-Charta ist ja die Fortsetzung der Leipzig-Charta aus dem Jahr 2007 und betont das Bild der transformativen Stadt, betont das Bild auch der smarten Stadt. Und in der neuen Leipzig-Charta wird das Thema Digitalisierung als Querschnittsthema behandelt. Warum? Weil es sich um Digitalisierung eben um ein stark transformatives Thema handelt, was die Städte sehr grundlegend verändert. Und das zweite große Dokument, was man erwähnen muss, ist die Smart City Charta aus dem Jahr 2017, die, wie gesagt, entstanden ist aus diesem Prozess der Unsicherheit heraus und wo sich dann eben die verschiedenen Akteure zusammengesetzt haben, damals circa 100 Stakeholder aus ganz Deutschland und die versucht haben, sich dem Verständnis von Smart City zu nähern und auch für sich eine Interpretation der Smart City dahingehend gefunden haben, dass sie gesagt haben, Smart City ist ein Instrument, bei dem sozusagen oder ein Leitbild, bei dem Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt werden, um nachhaltige Stadtentwicklung betreiben zu können. Also insofern, beide Dokumente betonen die integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung und betonen dabei die dienende Funktion von digitalen Technologien. Ja, und das Ganze ist dann gemündet in mehrere Förderprogramme des Bundes, unter anderem das Programm Smart Cities, Modellprojekt des Smart Cities, im Rahmen dessen wir auch in dem Rahmen der Koordinierungs- und Transferstelle Smart City unterwegs sind und 73 Kommunen in Deutschland begleiten, Kommunen aller Größenklassen. Und das Ziel dieser Fördermaßnahme ist es zum einen, Digitalisierung in den Dienst der nachhaltigen Stadtentwicklung zu stellen, zum anderen aber auch erfolgreiche Technologien zu skalieren und damit auf andere Kommunen übertragbar zu machen. Ja, was wird jetzt von Smart City unter Smart City verstanden? Zum einen, denke ich, kann man den integrierten Ansatz betonen, das heißt Smart City als Bestandteil integrierter Stadtentwicklung. Zum zweiten, ein menschenzentrierter Fokus. Alle Smart City Strategien der Kommunen, die wir begleiten, betonen im Grunde die Dienstbarmachung von Digitalisierung für die Lebensqualität der Menschen in den Städten. Und zum Dritten, es geht nicht nur um Smart City, sondern es geht auch um smarte Regionen, smarte Stadtregionen, aber auch smarte Landregionen. Insofern ist das auch in räumlicher Hinsicht ein sehr umfassender Begriff. Und damit gebe ich weiter zu Theresa, die jetzt sich der Frage widmet, wie passen Smart City und Klimaschutz zusammen? Genau, vielen Dank, Jens. Somit kommen wir auch dann schon zu unserer letzten Frage. Und hier möchten wir einmal nochmal auf die gerade veröffentlichte Studie von dem Verein CoLab mit KGST und Capgemini schauen. Sie haben 291 Kommunen verschiedener Größenklassen befragt, um herauszufinden, wie verknüpfen sie denn die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ein Fazit war, dass das Zusammenspiel von beiden äußerst komplex derzeit noch ist. Einerseits sehen die Kommunen die Digitalisierung als Chance an, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wie man hier auf der Grafik erkennen kann. Beide Themen nehmen auch einen hohen Stellenwert in Kommunen ein und werden diskutiert, aber andererseits fehlt es auch noch an einer strategischen Verankerung. Es kommt zu wenigen Beschlussvorlagen noch in den kommunalen Gremien und die Themen werden nicht immer gemeinsam verfolgt. Das
zeigt sich zum Beispiel an dem inhaltlichen Fokus von Digitalisierungsstrategien, was man hier auch auf den Grafiken erkennen kann. Verwaltungsdigitalisierung steht hier besonders im Fokus, unter anderem um das Onlinezugangsgesetz umzusetzen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass andere Bereiche wie die kommunale Daseinsvorsorge weiterzuentwickeln oder auch noch die Bereiche Energie und Umwelt weniger erstmal im Fokus stehen. Gleichzeitig sieht man auch, dass Smart City und smarte Regionenansätze auch erstmal weniger relevant sind als die Verwaltungsdigitalisierung. Die Studie kommt daher zu der Empfehlung, dass man Nachhaltigkeit und Digitalisierung konsequent zusammendenken und auch umsetzen sollte und auch bestätigt nochmal, dass Digitalisierung der kommunalen Nachhaltigkeit und Daseinsvorsorge unterstützen kann. Aus dem Förderprogramm finden sich einige sehr positive Beispiele, die vor allem diese beiden Themen auch schon auf strategischer Ebene verknüpfen. Und hier möchte ich einmal auf die Stadt Konstanz in Baden-Württemberg eingehen. Bereits in ihrer Strategie, Smart Green City Strategie, in dem Begriff haben sie schon die beiden Themen miteinander verknüpft. Ihre Vision ist es unter anderem, intelligente Technologien einzusetzen, um die Lebensqualität und Teilhabe zu fördern, aber auch ganz gezielt um den Ressourcenverbrauch zu mindern. Die ökologische Nachhaltigkeit wird hier als Voraussetzung für die soziale und ökonomische gesehen. Und das spiegelt sich zum einen in den Zielen der Strategie, aber natürlich auch in den Maßnahmen der Stadt wider, dass hier ein Fokus sehr stark auf Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz liegt. Wir sehen auch, dass andere Smart City-Strategien natürlich aus dem Förderprogramm ebenfalls diese Themen auf strategischer Ebene sehr stark verbinden. Wenn wir auf Maßnahmenebene blicken, kommen wir nochmal konkreter zu dem Punkt, wie das mit Klimaschutz und Energieeffizienz zusammenkommen kann. Hier möchte ich drei Beispiele nur kurz anschneiden, da wir nicht aufgrund der Zeit nicht so sehr in die Tiefe gehen können. Zum einen möchte ich auf das Klima der Sport von Münster in Nordrhein-Westfalen eingehen. Hier gibt es die Kooperation zwischen der Stabsstelle der Stadt und auch den Stadtwerken und der Wirtschaftsförderung. Man sieht hier also auch, dass verschiedene Akteure zusammenkommen müssen. Sie nutzen offene Daten für das Dashboard von kommunalen Unternehmen, Ämtern, aber auch von anderen zugänglichen Quellen. Und das ist auch ein Open-Source-Dashboard, was man auch selber als Stadt mit nutzen kann. Auf dem Dashboard kann man zum Beispiel den Energieverbrauch der Stadt erkennen oder eben auch, wie viel Abfall, ob die Abfallmenge zu oder abgenommen hat. Und verschiedene Zielgruppen können dieses Dashboard vor allem auch nutzen. Zum einen die Stadtgesellschaft. Hier schafft es vor allem sehr viel Transparenz, da man erkennen kann, wo wird überhaupt, wie ist überhaupt der Fortschritt und was wird überhaupt noch benötigt, um die Klimaneutralität zu erreichen? Für Entscheidungsträgerinnen schafft das Dashboard natürlich eine gute Datengrundlage. Es schafft dadurch auch Vertrauen und es kann natürlich auch Entscheidungen mit beeinflussen, das aber natürlich nur bedingt stark. Und für die Verwaltung selbst ist es ein sehr guter Anwendungsfall, um einmal zu erproben, wie nutzen wir urbane Daten, wie nutzen wir die urbane Datenplattform und wie bindet man hier die Mitarbeitenden mit ein. Voraussetzungen für solch ein Dashboard ist es natürlich zum einen, Datensilos aufzubrechen, das ist nicht immer sehr leicht, die Datenverfügbarkeit gut aufzubereiten, sodass die Daten maschinenlesbar sind und auch vor allem die Datenkompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Und dafür kann man zum Beispiel auch nochmal eine Datenstrategie entwickeln, was die Stadt auch vorhat. Als zweites Beispiel das Energiemonitoring der Stadt Cottbus in Brandenburg. In den öffentlichen Gebäuden haben sie Sensoren ausgestattet, bisher in 33 Objekten, und diese messen an Wärmestrom- und Wasserzählern die Verbrauchsdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Über die Datenlogger, was Sie hier auf dem Bild sehen, werden die Daten gespeichert und auf einem zentralen Server übertragen. Hier sehen Sie auch ein Bild davon, nämlich auf die webbasierte Leitwarte. Darüber kann erkannt werden, zu welchen Fehlbetrieben es kommt, zum Beispiel, dass eine Heizung die ganze Zeit läuft, und man kann das sehr schnell beheben.
Die Zielgruppe sind hier vor allem die Verwaltung und die Haustechniker. Beide nutzen die Software, um gemeinsam auch den Energieverbrauch kontinuierlich zu optimieren. In dem Transferpapier hat die Kommune sehr gut auch dargestellt, was die Voraussetzungen sind, unter anderem, weil sie das auch an einen externen Dienstleister mit vergeben haben, die Vergabevorschriften und das Leistungsverzeichnis zu erstellen. Das benötigt natürlich als Verfahren auch viel Zeit. Aber sie sagen auch, der Aufbau organisatorischer Strukturen ist extrem wichtig, damit eben auch gemeinsam zwischen Verwaltung und den Technikern es zu einer Optimierung kommen kann. Und als letztes möchten wir noch einmal kurz auf den digitalen Zwilling eingehen. Das ist ja auch ein Begriff, der viel im Bereich Smart City aufkommt. Häufig wird darunter ein 3D-Softwaremodell verstanden, das verschiedene Aspekte einer Stadt abbilden kann und verschiedene Datenpunkte miteinander vernetzt. Es ist die Grundlage für Visualisierungen, Analysen und Simulationen. Und es kann Planungsprozesse und Szenarien sehr verständlich darstellen. Anwendungsbeispiele gibt es sehr viele, zum Beispiel, dass man Simulationen von Sonneneinstrahlungen hat oder auch von Naturgefahren. Und entsprechend sind die Zielgruppen auch sehr vielfältig. Die Voraussetzungen hier sind etwas komplexer. Man benötigt eine gute Geodateninfrastruktur, eine Datenplattform mit entsprechenden Schnittstellen. Hier auch besonders hervorzuheben natürlich Überlegungen zur Datengovernance, also welche Regeln man für sich als Kommune ausarbeitet. Und natürlich ist eine einfache Handhabung auch wichtig. Ein gutes Praxisbeispiel ist hier die Smart Region Auf, also Apfeldorf, Unterdriesen und Fuchstal in Bayern. Als Region haben sie ein 3D-Modell erstellt für partizipative und digitale Planung. Ein Anwendungsfall, was Sie hier auch sehen auf dem Bild, ist die virtuelle Tour über das Ökosystem der erneuerbaren Energien. Und das ist nochmal ein interessantes Beispiel, weil es auch zeigt, dass die interkommunale und die regionale Zusammenarbeit hier wichtig ist, um ein einheitliches System auch zu verwenden für die gesamte Region und dass dies auch nochmal die entsprechenden weiteren Maßnahmen mit unterstützen kann. Sie sehen also, dass oder durch die Praxisbeispiele sehen wir auch, dass die Verbindung zwischen Klimaschutz und Smart City hier sehr vielfältig ist und dass beides gut zusammengebracht werden kann. Einerseits ist die Verankerung auf strategischer Ebene sehr sinnvoll. Wir haben vielfältige Maßnahmen, die die Themen zusammenbringen. Häufig immer, dass wir eine entsprechende Datengrundlage brauchen und auch Analysen durchführen und dadurch aber zum Beispiel zu einem besseren Monitoring kommen, die Energieeffizienz fördern und auch erneuerbare Energien ausbauen können. Verschiedene Akteure kommen natürlich hier auch zusammen, von dem öffentlichen, aber auch dem privaten Sektor. Und häufig die Maßnahmen tragen zu mehr Transparenz und Wissen bei verschiedensten Akteuren mit bei. Was können Sie nun aus diesem ganzen Vortrag hier mitnehmen? Das haben wir hier nochmal zusammengefasst. Zum einen, dass es wirklich ein sehr breites Verständnis von einer Smart City gibt. Wir haben technokratische Ansätze bis zu gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Ansätzen, vor allem hier in Deutschland. Der Einsatz von Technologien unterstützt die Stadtentwicklung und die kommunale Daseinsvorsorge in verschiedenster Weise. Und in Deutschland gibt es auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Technologien. Die Verankerung auf strategischer Ebene zwischen den Themen ist hier auch nochmal entscheidend, um entsprechende Ziele festzusetzen. Und häufig haben wir eben, dass die Maßnahmen vor allem den Ausbau der Technik mit fokussieren, dass wir die Daten darüber dann nutzen können, und um Analysen durchzuführen und somit vor allem Wissen schaffen und auch das Handeln beeinflussen können von verschiedenen Akteuren. Genau, und zu beachten bzw. Wichtig in dem Thema sind eben auch die Auseinandersetzungen mit der Datenaufbereitung, der Datenkompetenz, aber auch mit Themen, die bereits sehr bekannt sind bezüglich Vergaben und den Aufbau organisatorischer Strukturen. Genau, damit möchte ich abschließen und schließe auch die Präsentation. Theresa Hoffmann, Jens Libbe, ganz herzlichen Dank für den Einblick, wie gerade der Stand ist. Und da wird schon debattiert, weil Sie gesagt haben, naja, Smart Cities, das ist eher bekannt in den großen Städten, weniger auf dem Land. Und da heißt es, das würde ich so nicht stehen lassen oder unterstreichen, schreibt Julia Schönherr zum Beispiel. Sie sagt, dass der Begriff damit, also mit dieser unterschiedlichen Wahrnehmung zu tun habe, weil eben City, damit verbinde man
London, aber vielleicht nicht in kleinen Städten, die City wirklich. Und den Begriff Smart Municipality gäbe es so noch nicht. Müsste man eher von smarten Kommunen sprechen? Also wir sprechen häufig von smarten Kommunen, aber Smart City ist der international geläufige Begriff. Er hat sich etabliert, er hat sich in der Fachcommunity etabliert, aber er braucht in den Kommunen in der Tat immer wieder auch Übersetzung. Und das versuchen die Kommunen auch in ihren Digital- und Smart City-Strategien, diesen Begriff eben sozusagen mit Bildern aus der Lebenswirklichkeit zu unterlegen. Aber ich denke, alle Kommentare in dieser Hinsicht kann ich auch teilen. Ob es nun die schlechte Infrastruktur ist, die die Leute bewegt und weniger das Thema Smart City oder eben der Begriff der City eher mit der Kapitale London verbunden wird. Das sind alles Begründungen, die kann ich durchaus teilen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Interpretation für dieses Befragungsergebnis. Aber bleibt womöglich ein Problem, Theresa Homer, nämlich dass die großen Städte mehr Geld haben, um auch solche Systeme aufzubauen, als die kleineren Kommunen. Das kann natürlich größere Städte mithelfen, wenn sie einfach mehr Geld haben. Aber zum Beispiel die Förderprogramme unterstützen ja auch nochmal gezielt Regionen, ländliche Räume, Landkreise. Und dadurch haben bereits auch schon einige Landkreise ein gutes Budget, um Maßnahmen mit auszuarbeiten und umzusetzen. Wir besprechen das gleich mit den Praktikern, aber eine Frage bleibt da noch, die heißt, wird KI in der Datenaufbereitung für Kommunen schon irgendwo genutzt? Und was sagen Sie, welche Rolle wird die künstliche Intelligenz künftig für Smart Cities eigentlich spielen? Wer möchte antworten? Ich kann es gerne versuchen. Ja, KI wird genutzt. KI spielt zwar in den Smart City-Maßnahmen keine explizite Rolle, aber wenn man genau hinschaut, hinter Sensorik, wenn Daten erhoben werden, wenn beispielsweise Luftbildaufnahmen für Geoportale erstellt werden, dann steckt dahinter häufig schon eine KI-Technologie, die dann für die Sortierung und Strukturierung dieser Daten sorgt und entsprechend dann die Bilder auch zuweist. Also KI läuft im Hintergrund heute schon mit. KI läuft auch heute schon mit, wenn es um Partizipationsverfahren geht. KI läuft teilweise heute schon mit in den Verwaltungen, wenn es um die Erledigung von bestimmten Vorgängen geht. Und für die Zukunft, welche Rolle KI tatsächlich haben wird, das lässt sich ganz, ganz schwer zurzeit vorhersagen. Und allen ist eigentlich bewusst, dass KI das Thema der nächsten Jahre sein wird. Aber wir stecken noch relativ in den Anfängen und wir sind da noch alle und auch die Kommunen sind da im Lernprozess, im Umgang mit KI. Und insofern die tatsächliche Bedeutung schwer zu prognostizieren, aber es wird eine große Bedeutung haben, ohne Frage. Vielen Dank, Theresa Hohmann, ganz herzlichen Dank. Und Jens Libbe, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Sie, Jens Libbe, sehen wir gleich zur Diskussion in größerer Runde auch noch mal wieder. Wie schön, bis gleich und vielen Dank. Ja, Städte und Regionen, da tut sich schon einiges, können auch in erheblichem Maß davon profitieren, wenn sie Daten erfassen, zusammenführen und auswerten. Haben wir so gehört? Also stimmt das? Wirklich? Und was braucht es dafür? Machen wir den Praxischeck mit rein, die die Smart City oder die smarte Region vor Ort vorantreiben, bei uns sind. Ich freue mich sehr. Beate Ginzel, sie leitet das Referat Digitale Stadt im Dezernat Wirtschaft, Arbeit, Digitales der Stadt Leipzig. Sie ist Architektin, promoviert in Stadtentwicklung. Die Stadt Leipzig erprobt bereits in einem EU-Projekt, Sparks genannt, wie für Mieter schlaue Anreize zum Stromsparen gesetzt, Gebäude intelligent gesteuert, Photovoltaikanlagen zur dezentralen Stromerzeugung vernetzt werden können und so fort. Welche Erfahrungen Sie da machen, das hören wir unter anderem von Ihnen. Beate Ginzel, toll, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und mit bei uns ist Kim Svenja Strupp, Projektmanagerin in der Smarte Kiel Region GmbH. Der Name ist da Programm. Sie kümmern sich um einen ganzen Landstrich. Zur Kiel Region gehören neben der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt selbst der Kreis Plön und der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bei Ihnen im Norden hieße Schlau-Plietsch, sagen Sie. Wie sich eine ganze Region, die umfasst gut 240 Kommunen, Plietsch steuern lässt, besprechen wir mit ihr, die Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert hat. Wie schön, dass Sie da sind, Kim Svenja Strupp. Danke für die Einladung.
Und wir begrüßen ganz herzlich Guido Wiens. Er kommt von der Westfalen Weser Energie GmbH. In dem kommunalen Unternehmen befasst er sich. Er ist Maschinenbauingenieur und Experte für das Internet der Dinge mit Innovation. So kümmert er sich um die Stadt Paderborn und ihr Modellvorhaben Smart City. Paderborn sei sehr fortgeschritten und ambitioniert in Sachen Energiedatenplattform und dem Aufbau eines digitalen Zwillings, sagt er. Was sich von diesen Fortschritten lernen lässt, wird er uns erklären. Guido Wiens, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Was funktioniert? Wo sind auch Hürden? Anfangs rede ich mit einem von Ihnen nur so zu zweit, jeweils so 3 Minuten. Wir wollen ein bisschen Zeit haben, damit Sie Ihre Erfahrung schildern können. Und dann debattieren wir alles nochmal ein wenig in größerer Runde und darauf folgend auch mit dem Publikum natürlich. Sie wissen, meine Damen und Herren, Sie können sich auch melden, dann schalten wir Sie in der Diskussion nachher einfach dazu. Guido Wiens, fangen wir mal mit Ihnen gleich an und mit der nordrhein-westfälischen Stadt am kürzesten Fluss Deutschlands, der Pader eben. Born bedeutet Quelle, das nur so nebenbei. Aber Paderborn, knapp 150.000 Einwohner, idyllisch gelegen, steht auf Platz 2 im Smart City Index 2023 des Digitalverbandes Bitkom im Bereich Energie und Umwelt. Bitkom hat das Ranking zum 5. Mal berechnet. 2022 waren Sie sogar auf Platz 1. Wie schafft man das? Also, was machen Sie eigentlich anders als die anderen in Paderborn? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass Paderborn da sehr vielfältig aufgestellt ist. Vor allen Dingen im Bereich erneuerbaren Energien sind wir, glaube ich, deutschlandweit in gewissen Bereichen führend. Wir haben sehr viel Windenergie bei uns im Paderborner Land, aber auch im PV-Bereich sind wir dort sehr gut aufgestellt, glaube ich, aktuell. Und da sind wir natürlich jetzt gefordert, auch diese Energie nutzbar zu machen in der Region. Und ich glaube, genau in diese Themen, die wir heute diskutieren, spielt das Ganze rein. Wie kann man Transparenz schaffen? Wie kann man genau Energie vor Ort auch, die erneuerbar generiert wurde, auch verfügbar machen? Was machen Sie da genau? Wieso sind Sie Platz 2 bei Bitkom? Genau, ich glaube, dass es wirklich ein Thema ist, dass man hier sehr engagiert ist und im Bereich zum Beispiel erneuerbaren Energien, Windkraft entsprechend sich fokussiert, auch politisch voranzukommen, um entsprechende Möglichkeiten zu generieren, um wirklich erneuerbaren Energien ja, zu ermöglichen, das großflächig und das natürlich immer im Kontext mit dem Bürger zu schauen. Wie verträglich sind Windkraftanlagen zum Beispiel? Was hat das für Einflüsse? Wie kann man da auch ja, pragmatisch operativ tätig werden, um das zu ermöglichen? Wie sieht so ein digitaler Zwilling aus, an dem Sie ja offenbar arbeiten? Wie macht man das? Genau, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. In der Stadt Paderborn, wir haben uns damals, weil wir auch im Smart City-Kontext ja, im kommunalen Umfeld unterwegs waren, uns entschieden, zusammen uns zu bewerben für die Modellregion im Bereich Smart Cities. Und haben dort relativ früh festgestellt, dass es notwendig ist, wenn man über digitale Zwillinge, wir nennen das in Paderborn so ein City-Informationsmodell, wenn man da wirklich zusammenarbeiten möchte, konsequent, bedarf es doch vieler kommunaler Akteure, um natürlich Datenräume zusammenzusehen, zu denken, aber auch die Herausforderungen zusammenzustemmen. Und da ist wirklich unser Anspruch auch für das Thema Stadtentwicklung, entsprechende verfügbare Daten zusammenzuziehen, um bei Entscheidungsfindungen, Planungssituationen entsprechend datenbasiert unterstützen zu können. Und das war so der Aufschlag für unsere Bewerbung auch damals. Und jetzt haben wir den Projektauftrag, das entsprechend auch umzusetzen. Mit wem machen Sie das zusammen? Mit welchen Genau, Unternehmen? Federführend ist da die Stadt Paderborn und wir dürfen von der Westfalen-Weser-Netz als lokaler Verteilnetzbetreiber entsprechend als Projektpartner mitarbeiten und in diesem Konsortium wird das aktuell umgesetzt. Und man würde doch denken, dass die Anschaffungskosten und so weiter, die Investitionen, die da nötig sind, relativ hoch sind. Rechnet sich das eigentlich? Genau, das sind oft Themen, weil es ja zumeist auch gar nicht die fertigen Lösungen am Markt gibt. Viele Themen müssen entsprechend neu gedacht werden. Und da ist, glaube ich, das Thema Modellregion auch ein schöner Gedanke, dass man versucht, entsprechend Lösungen zusammen zu entwickeln, aber auch am Ende übertragbar zu machen, um natürlich dann nicht in jeder Kommune diese Entwicklung neu anstoßen zu müssen, sondern auch da diesen Transfer sicherzustellen.
Wird denn die Stadt Paderborn am Ende mehr oder weniger Energie verbrauchen, wenn sie das alles aufgebaut haben? Das Ziel ist natürlich an der Stelle, die Energie entsprechend eine Transparenz im ersten Sinne zu schaffen. Das ist ja, glaube ich, beim digitalen Zwilling auch immer so der erste Schritt, dass man überhaupt entsprechend gewisse Datenräume visualisieren kann, aber auch am Ende diese zu nutzen, um sie entsprechend zu verschneiden, um dann natürlich mit dem Ziel, die Energie vor Ort zu nutzen, gut einzusetzen, zielführend, aber auch das Thema Energie zu denken mit anderen stadtplanerischen, entwicklungstechnischen Themen, die ja oft mehrdimensional sind. Also da, wenn man das Beispiel von Photovoltaikanlagen zum Beispiel sieht mit Grünbedachung, sind das oft Themen, die, wo man sich entscheiden muss, in welche Richtung wird es gedacht. Und genau da auf solche Aspekte soll dann der digitale Zwilling einzahlen, um dort entsprechend zu unterstützen bei solchen Entscheidungsfindungen. Wann können wir uns den mal anschauen? Wann wird der Wir sind, fertig sein? genau, wir planen natürlich im Rahmen des Projekts das umzusetzen. Wir sind bis 25 gefördert und haben einen ganz klaren Infrastrukturauftrag, dort entsprechend jetzt bei uns und bei Westfalen-Weser eine Energiedatenplattform aufzubauen, aber auch bei der Stadt dann den digitalen Zwilling, das City-Informationsmodell. Vielen Dank erstmal, Guido Wiens, bis hierher. Das Ziel ist natürlich, mittels digitaler Steuerung die ökologischen Probleme, ja, der Städte, der Kommunen in den Griff zu bekommen. Das geht um Klimaneutralität, aber natürlich auch um das Verkehrsmanagement zum Beispiel. Für manche hört sich das noch an, für mich besonders ein bisschen wie Science Fiction, ist es aber nicht. Die schöne Universitätsstadt Leipzig mit knapp 590.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, auch Sachsens größte Stadt, baut gerade schon an einem virtuellen Kraftwerk. Beate Ginzel, wie smart ist Leipzig schon? Wie bringen Sie den Klimaschutz durch intelligente Vernetzung voran? Was verstehen Sie überhaupt Ja. darunter? Ja, genau. Also, na, ich würde es gerne ungern jetzt wiederholen. Ich glaube, das, was sozusagen in den Vorträgen gebracht wurde, das ist alles, da kann ich mich total anschließen, was quasi diese Kombination aus Smart City und Klimaschutz anbelangt. Das ist, da würde ich jetzt gerne sozusagen aus der Praxis berichten. Und da kann ich sagen, dass wir seit 4 Jahren in einem EU-Projekt Sparks bereits sag mal, an digitalen Zwillingen für Energiequartiere arbeiten, mit unseren Stadtwerken auch. Und sozusagen im Leipziger Westen, den vielleicht auch manche von Ihnen kennen, großes Stadterneuerungsgebiet, wir jetzt ins energieneutrale Maßnahmen oder Maßnahmen für energieneutrale Quartiere umgesetzt haben. Die sind jetzt quasi im Betrieb, werden jetzt gemonitort. Das heißt, wir haben ein Stück weit das, was wir eigentlich brauchen für eine klimaneutrale und smarte Stadt oder das, was wir an smarter Stadt brauchen für klimaneutrale Städte, haben wir alles quasi in Pilotquartieren einmal technisch umgesetzt. Da natürlich auch gute und weniger gute Erfahrungen gesammelt und können letzten Endes jetzt schauen oder schauen jetzt, wie wir diese Technologien und wie wir die Maßnahmen skalieren können. Dafür sind wir als eine von 9 deutschen Städten in die EU-Mission Klimaneutrale und smarte Städte eingestiegen. Münster ist beispielsweise auch dabei bei diesen 9 Städten, weil Münster erst gerade genannt wurde. Und da geht es jetzt darum, neben den Maßnahmen, die Leipzig mit seinem Energie- und Klimaschutzprogramm beispielsweise für die Stadtverwaltung und die kommunalen Unternehmen festgelegt hat, über Klimastadtverträge jetzt mit Unternehmen in der Stadt, mit der Bevölkerung, mit Hochschuleinrichtungen jetzt Maßnahmen zu starten, die uns es ermöglichen, schneller klimaneutral zu werden und gleichzeitig die Technologien, die wir in diesem EU-Projekt umgesetzt haben, pilothaft umgesetzt haben, zu skalieren auf die gesamte Stadt. Ich wollte nur kurz noch dazu sagen, in diesem EU-Projekt sind Leipzig und Espoo sind Leuchtturmstädte, die quasi sag mal, die Investgelder hatten, um diese klimaneutralen Quartiere umsetzen zu können. Und beteiligte Städte, Folgestädte sind Kifissia in Griechenland, um auch mal so ein Verständnis für diesen städtischen Wissenstransfer, weil das auch erst genannt wurde, das ein bisschen exemplarisch zu machen. Da ist Griechenland dabei mit der Stadt Kifissia, da ist Kladno dabei.
Da ist Lviv dabei aus der Ukraine, da ist Maya dabei aus Portugal, Reykjavik aus Island. Und wir lernen als europäische Städte da unheimlich voneinander. Das ist super. Und irgendjemand muss ja auch, das ist ja alles sehr, sehr neu. Neuland, ist ja so ein Begriff, den wir kennen. Wer entwickelt für Sie diese digitale Infrastruktur? Arbeiten Sie damit, also mit Unternehmen zusammen und mit wem? Ja, also wir arbeiten, ganz enger Partner ist natürlich, sind die Stadtwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch unsere Leipziger Wohnungsbaugesellschaft und ihr Dienstleister, die Wohn- und Service Leipzig GmbH. Aber es ist auch ein privates Unternehmen dabei, was ein privater Energiebetreiber. Die Hochschulen sind dabei, die Uni Leipzig, es ist das Fraunhofer dabei und auch Technikpartner, die teilweise eben auch aus Griechenland kommen, weil wir innerhalb des europäischen Konsortiums letzten Endes auch gemeinsam mit Technologiepartnern international zusammenarbeiten. Also es ist ein großes Konsortium und wir bilden letzten Endes das, was unter integrierter Stadtentwicklung in der Smart City und im Klimaschutz erforderlich ist an integrierter Zusammenarbeit, das bilden wir in diesem Konsortium ab. Da entstehen doch auch neue Verwundbarkeiten, oder? Wie viel Angst haben Sie vor Cyberkriminellen, die die intelligenten Netze dann hacken? Also haben wir nicht, weil wir natürlich uns mit unseren, mit, wir arbeiten ja mit kompetenten Partnern zusammen, die Profis sind, was intelligente Netze und also kritische Infrastrukturen anbelangt. Und da gibt es quasi Standardmaßnahmen, die berücksichtigt werden müssen und die werden berücksichtigt. Das Okay. heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Gefahr laufen kann, aber tatsächlich haben wir da keine Angst davor, nein. Und wie ist das weiteres Problem? Wie ist das mit dem Datenschutz? Das ist ja eine wichtige Voraussetzung, ja, wenn so eine Genau. Smart City funktionieren soll. Wird aber oft dann auch als Argument ja eingesetzt gegen alles und jedes. Wie debattieren Sie das mit den Leipziger Bürgerinnen und Bürgern auch? Die Ja. Ängste, von denen wir gehört haben. Ja, also da kann ich zumindest, da ist es fast noch präsenter, das Thema Datenschutz in der Wärmeplanung, kommunalen Wärmeplanung, die wir ja auch wie viele andere Großstädte oder andere Städte auch gerade durchführen oder entwickeln, das Wärmeplanungskonzept. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir natürlich gerne konkretere Verbrauchszahlen beispielsweise hätten und da in der Diskussion mit den Stadtwerken sind und gleichzeitig, also da spielen Datenschutzthemen natürlich eine Rolle, dass man sagt, wir können keine Daten auf Haushaltsebene haben, aber Daten, geclusterte Daten auf Gebäudeebene beispielsweise helfen da auch schon weiter. Also da finden tagtäglich quasi Diskussionen und Abwägungen statt. Und das Thema Diskussion mit den Bürgern, das haben wir tatsächlich auch in dem Projekt Sparks mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus den Wohnungsbeständen unserer Wohnungsbaugesellschaft letzten Endes ja auch pilotiert und durchgeführt, weil wir in einem bestimmten Bereich im Leipziger Westen für Bewohnerinnen und Bewohner eine App bereitgestellt haben, die es ermöglichen soll, ihre Verbräuche zu sehen. Und da gab es mehrere letzten Endes Angebote vor Ort im Quartier, letzten Endes Quartierspartys, wo wir den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit gegeben haben, unsere Technik zu testen, das Projekt kennenzulernen und uns Rückmeldungen zu geben. Das Partys, ja. muss sein, Testmanagement mit Bürgerinnen und Bürgern. Das kennen wir aus anderen Projekten, die jetzt gar nicht mit Klimaschutz sozusagen was zu tun haben. Das gehört einfach dazu, dass man es immer wieder Und nutzt. für diese Runde nochmal ganz kurz die Frage, sie kommt auch im Chat. Was würden Sie sagen? Ist es eigentlich nur machbar in den Modellstädten oder können das tatsächlich auch kleinere Gemeinden? Weil hier jemand schreibt, meine Hypothese außerhalb von Modellprojekten und Modellregionen spielt Smart City überhaupt keine Rolle, weil man im alltäglichen Verwaltungshandeln und in der örtlichen Politik keinem erklären kann, wie man denn die zusätzlichen notwendigen Ressourcen zusammenbekommt. Also, wenn wir nicht das Privileg gehabt hätten, in diesen Förderprojekten zu sein, wäre es für uns deutlich schwieriger, diese Projekte umzusetzen. Das ist tatsächlich so, weil die Überlast der Pflichtaufgaben, die auf den Verwaltungen liegt und der, sag mal, dringenden anderen Themen,
letztendlich so viel Ressource bindet, dass da kaum Platz bleibt. Das heißt, diese Förderprogramme auf EU- und auf Bundesebene, insbesondere dieses MPSC-Programm, was jetzt mehrmals genannt wurde, ist eine riesige Chance und sind große Strukturentwicklungsprogramme für die Kommunen, die diese Möglichkeit haben. Deswegen, genau, also wir fühlen uns da sehr privilegiert, dass wir das die Möglichkeit haben. Uns ist bewusst, dass kleinere Kommunen oft diese Chance, solche Anträge zu schreiben, gar nicht wahrnehmen können, weil oft auch dort schon die Leute fehlen, und auch vielleicht nicht unbedingt, ja, sage ich mal, die Erfahrung haben, sich an solchen Antragsverfahren zu beteiligen. Aber beim MPSC-Programm sieht man, dass sich gerade kleinere Kommunen, bei uns ist es das Pateland, da haben sich 7 Gemeinden zusammengeschlossen, dass dies dann doch letzten Endes auch, ja, dass denen auch möglich ist, sich zu bewerben und erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig möchte ich hier nochmal Werbung machen in diesem gesamten MPSC-Programm und in unserem Programm, wo wir als Stadt Leipzig mit den Städten Hamburg und München drin sind, in dem Projekt Connected Urban Twin, Stichwort digitale Zwillinge. Da gibt es einen ganz großen Replikationsauftrag. Also, wie können die Lösungen, die in Stadt Leipzig, in München oder Hamburg entwickelt werden, wie können die von anderen Kommunen nachgenutzt werden? Das Okay. wird hier stark verfolgt, deswegen spielte auch das Open-Source-Thema eine ganz große Rolle in diesem Programm. Ja, vielen Dank, Beate Genzel. Und wir haben ja zum Glück auch jemanden, eine Frau, die sich in der Region tummelt, 42 Kommunen. Ich wiederhole das einfach nochmal. Meine Damen und Herren, stellen Sie schon mal Ihre Fragen im Frage- und Antwort-Tool. Wir kommen gleich in der Diskussionsrunde zu Ihren Fragen auch. Aber erst einmal müssen wir nochmal mit Kim Svenja Strupp sprechen und ins Land, das an zwei Meeren geht, an zwei Meeren liegt, an der Nord- und Ostsee, nach Schleswig-Holstein. Smart City, das ist ja so ein Label, ein Begriff, das haben wir gerade schon gehört, der mag ein wenig in die Irre führen. Es gibt ja nicht nur Städte, die ein umfassendes Update machen oder vielleicht auch brauchen, sondern eben auch Regionen. Was ist da anders, Kim Svenja Strupp, wenn man so etwas in einer Region macht? Wo ist da auch vielleicht der größte Beratungsbedarf? Also welche Fragen müssen Sie da dann wie beantworten? Ja, das ist bei uns natürlich total spannend, weil die Fragen so unterschiedlich sind und auch die Bedarfe so unterschiedlich sind. Wir haben ja das Projekt Smarte Kielregion eben gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel und den beiden Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde gestartet. Sie haben schon gesagt, wir haben sehr viele Kommunen. Kiel ist ein Oberzentrum und mit rund 250.000 Einwohnern auch die größte Stadt. Danach geht es direkt weiter mit Städten, die auf rund 30.000 Einwohner kommen. Und dann geht es wirklich runter bis zu den kleinen Siedlungen mit nur drei Häusern. Also da ist wirklich alles dabei, Stadt und Land und dementsprechend natürlich auch die Anliegen und auch die Herausforderungen. Weil das ist, glaube ich, somit am wichtigsten einzusehen. Wir können nicht in der Smart City schlaue Produkte, schlaue Lösungen entwickeln und denken, dass wir sie eins zu eins aufs Land transferieren können. Und wir haben drei Haupthandlungsfelder eben. Das eine ist der Küsten- und Meeresschutz. Das ist auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber der anderen Modellprojekte Smart Cities. Wir haben eben eine Region mit einer wahnsinnig langen Küste dort auch. Ein weiteres Thema von uns ist die Quartiersentwicklung und dann die Mobilität. In der Mobilität sind wir als Kielregion, als GmbH, die es schon seit einigen Jahren gibt und also auch schon vor dem Projekt und die schon lange für die beiden Kreise und die Landeshauptstadt Kiel eben unterschiedliche Projekte umsetzt und Themen bearbeitet. Und insbesondere dort sieht man dann die auf der einen Seite sehr engen Verflechtungen. Wir haben die pendelnden Menschen, die pendeln dann aus der Region in die Stadt insbesondere ein zum Arbeiten, aber natürlich auch die Menschen aus der Stadt, die dann gerade zur Naherholung, für Freizeit, zum Surfen, in die umliegende Naturpark, wovon wir einige haben, dann auch eben rausfahren. Das heißt, wir haben um die 30.000 Menschen, die dort jeden Tag hin und her pendeln. Und da haben wir natürlich
ganz, ganz spannende Fragen, die sich darstellen. Natürlich müssen die Menschen in der Landeshauptstadt Kiel hin und her kommen, von A nach B kommen. Da ist es natürlich super toll, dass wir relativ viele Busse haben, die gut getaktet sind. Wir planen ja gerade wieder die Stadtbahn in der Landeshauptstadt Kiel. Also sie ist eine von zwei Städten Deutschlands, die sich dafür dazu entschieden haben, die Stadtbahn eben wieder zu beleben. Und gleichzeitig haben wir eben auf dem Land extrem dünn besiedelte Abschnitte, für die natürlich eine ÖPNV-Taktung und auch die Diskussion, wie sie da passiert, überhaupt nicht so, so interessant ist oder beziehungsweise sich ganz anders darstellt. Also in der Landeshauptstadt Kiel sprechen wir über Flächenmangel, über die Konkurrenz, Parkplätze, E-Roller, Bike-Sharing, also alles, was sich da so tummelt. Auf dem Land ist man teilweise froh, wenn da zweimal am Tag der Bus fährt. So, und da sind ja insgesamt auch diese ganze Thema On-Demand-Verkehre. Was braucht man da? Wann braucht man das? In der Stadt braucht man eher die öftere Taktung. Die Busse werden da schon mehr oder weniger voll. Das wird sich schon lohnen, wenn da drei, vier Leute drin sitzen. So, auf dem Land haben wir das extreme Problem A, dass eben nur relativ selten oftmals ein Bus fährt. Aber wie Dann lösen vielleicht Sie nicht, das? wann das die Leute. Wie bitte? Wie lösen Sie das? Was Genau, und machen das Sie ist eben. dagegen? Die wichtigen Fragen sind da eben, wie können wir überhaupt die Bedarfe erheben? Und um die Bedarfe tatsächlich zu erheben, müssen wir natürlich eng an die Menschen drankommen. Und das ist natürlich ganz klar. Auf der einen Seite weiß man natürlich, wann vielleicht die Schule startet, wann normale Menschen, also wenn Normalarbeitsverhältnisse starten zwischen 8 und 9, und dann müssen Menschen irgendwo sein. Aber außerhalb dieser regulären Zeiten ist es eben relativ schwer, tatsächlich zu erfassen, was der tatsächliche Bedarf ist. Und auf der anderen Seite aber auch dann Veränderungen mitzuteilen. Also es gibt hier eine relativ große Offensive in der Region, dass es eine engere Bustaktung gibt, und dann sieht man ganz oft diese großen Linienbusse, die leer hier übers Land fahren, weil die Bürgerinnen und Bürger gar nicht unbedingt mitbekommen, dass die jetzt fahren, oder weil sie gar nicht sicher sind, wie zuverlässig die sind, und dann lassen die ihr Auto stehen oder sagen vielleicht, ja, ich finde das toll, ich würde mir gerne mit meinem Nachbarn ein Auto teilen, und sagen, ja, aber dann kommt der Bus nicht. Und darauf bin ich doch angewiesen, wenn ich mein Auto nicht zur Verfügung habe. Und da können eben ganz viele smarte Mittel, insbesondere eben Anzeigen, Echtzeitanzeigen, Web-Apps oder auch Apps, wo man die Möglichkeit hat, eben ein Fahrzeug dann auch anzufragen, wo man dann tatsächlich weiß, wenn ich das bestelle, dann wird das auch kommen. Und dann wird es innerhalb von dem Zeitfenster auch da sein und mich von A nach B dann auch hinbringen. Das ist eben für gerade für die Menschen auf dem Land. Ist die Mobilität eine ganz wichtige Frage. Es gab vor ein paar Jahren mal so eine ganz spannende Erhebung. 70% der Menschen auf dem Land sind zufrieden mit ihrer Mobilität, denn sie haben ein eigenes Auto. Und das war halt so ein bisschen widersprüchlich, weil davon wollen wir ja weg. Wir wollen ja weg davon, dass eben jeder Haushalt in der Regel sogar zwei Autos hat. Und da wollen wir eben mit digitalen Angeboten dann auch unterstützen, dass das mehr Vertrauen erfährt, insbesondere der ÖPNV. Und dass eben auch diese Anstrengungen oftmals, die Kommunen, die Gebietskörperschaften, Unternehmen, die Kosten, die sie investieren, tatsächlich auch Effekte haben und man auch versucht, den Bedarfen dann auch nachzukommen. Weil das ist, glaube ich, ganz oft dann, kriegt man vielleicht mit, es gibt einen umgestellten Busfahrplan, aber weil die Menschen eben ein eigenes Auto haben, die wissen davon oft gar nichts, weil sie sind ja nicht darauf angewiesen. Und die Kommunen haben daran Interesse, oder ich könnte mir doch vorstellen, dass viele kleinere Kommunen erstmal dabei sind, die Verwaltung zu digitalisieren. Die müssen ja auch priorisieren und gucken, was sich umsetzen lässt, wofür sie eben Leute haben und auch das Geld. Wo fangen die dann an? Fangen die alle beim Das ist ein Verkehr an, wie Sie sehr, es gerade sehr beschrieben haben? spannend. Es ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den Sie da gerade ansprechen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Kommunen beziehungsweise die Gebietskörperschaften, Gebietskörperschaft heißt also Kreis oder Landeshauptstadt in diesem Fall, die trennen das. Die haben meistens Sachbearbeiter, die eben in oder die Abteilung die OZG, Onlinezugangsgesetz, das heißt die Verwaltungsdigitalisierung bearbeiten. Und dann haben sie zusätzlich aber Digitalisierungsmanagerinnen, Beauftragte, die sich eben um die Themen abseits von dieser, ich sag mal, Formular, Verwaltung, OZG, davon bewegen. Da haben wir aber wirklich ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht. Wir haben in der Landeshauptstadt Kiel eine Stabsstelle Digitalisierung, das heißt direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Und da sitzen 12 Personen,
Personen drin. Davon macht rund die Hälfte Online-Zugangsgesetz, beziehungsweise je nach Bedarf stimmen die sich da auch ab. Die anderen kümmern sich aber darüber hinaus auch um die Themen Datenplattform. Es gibt Digital-Coaches und Lotsinnen, die auch in die unterschiedlichen Fachabteilungen gehen, aber eben auch darüber hinaus Lust auf Digitalisierung machen und ganz viele spannende Themen umsetzen. Wir haben im Kreis Plön haben wir eine halbe Stelle, eine Digitalisierungsmanagerin, die eben auch andere Themen über OZG hinaus organisiert und für uns als Projekt auch Ansprechpartnerin ist, auch in unserer Projektgruppe sitzt und regelmäßig mit uns Entscheidungen trifft und die nächsten Schritte auch abstimmt und uns gleichzeitig auch an die Kommunen in ihrem Kreis vermittelt, damit wir da Ansprechpartner haben, mit denen wir eben zusammen dann auch unterschiedliche Projekte realisieren. Im Kreis Plön gibt es null. Also da gibt es tatsächlich nur diese Person und die ist bisher auch eine Person, die sich um das Online-Zugangsgesetz kümmert. Die kann auch auf andere Ressourcen zugreifen, aber es ist wirklich eine Person und er ist hauptamtlich dafür verantwortlich. Und die sagen dann auch gerne mal, wir haben hier gar keinen Ansprechpartner für euch. Tut uns ja leid, würden wir ja gerne machen. Die haben jemanden zu uns entsandt, der sitzt allerdings bei der örtlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der ist super engagiert, aber er ist natürlich nicht das Sprachrohr in die Verwaltung. Und da haben wir dann oftmals auch die Herausforderung, dass wir uns auf der einen Seite dem Vorwurf dann stellen müssen, wieso ist Kiel sehr überrepräsentiert mit Themen, warum kommen immer so viele Themen aus Kiel? Und gleichzeitig liegt es natürlich da, dass wir eine ganze Bandbreite von Ansprechpartnern haben, die sehr schnell bei uns auf der Matte stehen und sagen, wir haben hier nochmal Themen, wir haben hier nochmal Partner, wir haben hier nochmal Ideen und aus den Kreisen, eben aus den Kreisverwaltungen, das dann rein ressourcenbedingt teilweise eher dünn ist, wenn wir nicht direkt auf der kommunalen Ebene dann eben Akteure finden, beziehungsweise muss man sagen, die Ämter sind sehr engagiert bei uns in den Kreisen. Und wenn man auf der Amtsebene so einen Amtsdirektor oder eine Amtsdirektorin für sich gewinnen hat, dann ist es wirklich schon ein Jackpot. Also die haben richtig Lust auf die Themen, die wollen bei sich umsetzen und da kann man dann doch auch einige für diese Themen dann gewinnen. Das ist aber dann oft direkt angesiedelt tatsächlich bei den Amtsdirektorinnen, die dann mit uns sprechen oder uns an einzelne Mitglieder ihrer, also Verwaltungsmitglieder ihrer Ämter verweisen und sagen, hier die Digitalisierung von unseren kommunalen Marina-Liegeplätzen oder die BesucherInnenzählung hier für unsere Strandpromenade, damit wir irgendwie eine Anzeige haben, wann müssen FahrradfahrerInnen absteigen und drumrum fahren oder drumrum fahren. Da sind die eben total begeistert, das finden die super. Da sehen die direkten Effekt, eben einen sichtbaren Effekt dann für sich und die Lebensqualität dann auch und für die Touristik natürlich auch. Und die verweisen uns dann an die entsprechenden Ansprechpartner. Und da okay. Ist es dann egal, ob für Digitalisierung zuständig sind oder nicht, die machen das dann mit uns. Mhm. Daran sieht man ja, man muss noch Überzeugungsarbeit leisten. Vielen Dank, Kim Svenja Strupp. Man braucht diese Überzeugungsarbeit. Deshalb, Guido Wien, stelle ich an Sie nochmal die Frage, was würde bei Ihnen eigentlich verloren gehen, wenn Sie nicht smart würden in Paderborn? Daran anschließt sich ja die Frage, was machen Sie da ganz, ganz konkret? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist auch genau die richtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss in den Projekten, um zu sich ja wirklich zu monitoren, ist das zielführend, was wir dort betreiben. Und ich glaube, die Herausforderung ist wirklich in Kommunen aktuell, dass man zum Teil gar nicht weiß oder gar nicht die Transparenz hat, wo stehen wir energetisch überhaupt aktuell. Da gibt es natürlich viele erneuerbaren Energien, die der Bürger mal sieht oder entsprechend die Verwaltung auch darüber Bescheid weiß. Aber wie wirkt sich das Ganze aus auf Klimaziele, die man sich setzt? Wie kann man das Ganze monitoren? Und ich glaube, genau das ist das Thema, was entsprechend adressiert werden muss, auch in Paderborn, dass man Datengrundlagen schafft, um entsprechend auch zu monitoren, funktionieren die Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben. Wie verhält sich überhaupt zum Beispiel unser Zuwachs an erneuerbaren Energien? Können diese Energien auch lokal verfügbar gemacht werden? Und ich glaube, dass das essentielle Fragestellungen sind, auch in den nächsten Jahren. Also Und das nehmen Sie was derzeit Daten auf? die Daten liegen zum Teil schon vor. Wir nehmen auch Daten auf, aber die Krux ist, glaube ich, an der Stelle, die auch entsprechend mit den ganzen Herausforderungen, die damit einhergehen, ob es Datenschutz ist, Datensicherheit wurde gerade auch schon mal thematisiert. Das zusammenzudenken und auch im kommunalen Umfeld so zusammenzuziehen, dass diese Daten ja entsprechend zur Nutzung gebracht werden und nicht irgendwo verteilt bei kommunalen Partnern liegen. Beate Ginzel, was machen Sie da zurzeit?
Konkret. Also wenn Sie jetzt Ihren Arbeitstag heute beschreiben müssten, dann Oh haben Sie Gott. auch geschaut, was da für Daten aufgenommen worden sind oder Sie gucken, wie weit ist der Stand des virtuellen Kraftwerks. Was tut sich konkret in Leipzig? Was sind die Ja, genauen Maßnahmen? also die genauen Maßnahmen sind, dass wir in dem Modellquartier, in dem Sparks-Quartier, haben wir beispielsweise, hat unsere Leipziger Wohnungsbaugesellschaft und die WSL haben eine intelligente Heizungssteuerung eingebaut. Und das klingt erstmal total, sage ich jetzt mal, so nicht besonders intelligent, ne, oder nicht besonders innovativ. Aber was tatsächlich überrascht hat, war, dass die über diese Heizungssteuerung, ich weiß nicht, Herr Wiens, vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen, konnten die 5 bis 10% Einsparungen in den Haushalten, ohne dass irgendjemand was tun musste, ne, erreichen. Ich habe es erst gerade schon erwähnt, wir sind vor Ort gewesen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und haben dort, sage ich jetzt mal, auch eine Sensibilisierung durchgeführt, indem wir mit denen gesprochen haben, indem wir ihnen die App vorgestellt haben, wo sie ihre Verbräuche besser monitoren können. Es geht ja nicht nur um ein mehr Transparenz bei den Energie Betreibern, bei den Stadtwerken beispielsweise, bei der Stadt selber, sondern es geht auch um Transparenz bei den Nutzerinnen und Nutzern, bei den Bewohnerinnen. Wir haben in einer Smart City Challenge haben wir ein, ja, uns eine Technologie, eine Plattform entwickeln lassen, mit der unser Amt für Gebäudemanagement seit letzten Jahr, als es losging mit der Energiekrise, plötzlich in der Lage war, die Energieverbräuche in den kommunalen Gebäuden zu erfassen, detekten, also live quasi, um letzten Endes auch uns als Verwaltung besser steuerbar zu machen, besser transparenter zu machen, wo gibt es quasi besonders hohe Verbräuche, die vielleicht gar nicht korrelieren mit der tatsächlichen Nutzung. Also hier auch Transparenz herzustellen, so wie Herr Wiens das schon gesagt hat. Wir haben auf der Baumwollspinnerei im Leipziger Westen im Projekt Sparks haben wir ein Pilot Auto stehen von BMW, das in der Lage ist, bidirektional zu laden. Warum ist das für uns spannend? Weil wir dann quasi, wenn sowohl in das Auto Energie, also Strom reinfließen kann, aber eben auch Strom raus, dann kann man das Auto als Speicher benutzen. Wenn man jetzt quasi ganz viele E-Autos, die in der Lage sind, das zu tun, sich vorstellt, dann haben wir plötzlich eine Komponente in diesem wirklich schwierigen Feld der Speicherung von überschüssiger Energie, also diese Autos letzten Endes auch zu nutzen, um Peaks beispielsweise abzupuffern. Jetzt ist gerade besonders viel Strom, der durch Sonne und Wind im Netz. Wie können wir das denn, wie können wir den speichern für Zeiten, wo besonders wenig da ist? Und interessanterweise haben wir, als wir den Antrag geschrieben haben, es ist immer sozusagen auch, wie schnell entwickelt sich Technologie oder wie schnell entwickelt sie sich nicht, haben wir damals gedacht, wir können hier 20, 30 solche bidirektionalen Ladenautos sozusagen in unser Energiequartier mit einbinden, um dann vorletztes Jahr festzustellen, es gibt eigentlich nur ein Auto bei unserem Projektpartner BMW, was in der Lage ist, das zu tun. Also das heißt, wir sind von einer Technologie ausgegangen, die damals vor 4 Jahren, wo wir dachten, das ist eigentlich schon quasi ja verbreitet, weiter verbreitet, aber ist es eben leider noch nicht. Deswegen sind wir quasi in Leipzig eines der, sagen wir, besonderen Pilotstädte für dieses bidirektionale Laden. Ja, also da muss, Ich kann noch weiter erzählen, aber genau. da muss viel entwickelt werden. Kim Svenja Struck, sagen Sie doch mal, ich meine, wie datengetrieben kann das eigentlich alles wirklich sein und dann reibungslos laufen? Weil es braucht dann ja auch für die Projekte, die Sie auch eben vorgestellt haben, Schnittstellen. Und mitunter kann ja schon das eine Amt der Stadt nicht auf die schon erfassten Daten des anderen Amtes zurückgreifen. Und dann gibt es irgendwie diese, naja, babylonische Sprachverwirrung zwischen verschiedenen Datenquellen. Wie gehen Sie denn damit um? Ja, also wir sind da auf gar keinen Fall allein mit dem Zugang. Also alles, was Sie gerade gesagt haben, ist
Genau so immer wieder, leider in vielen Bereichen noch lange wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Und daher ist es in den meisten Modellprojekten Smart Cities, die gefördert werden, auch ein Bestandteil, eben eine Datenplattform zu bauen, weiterzuentwickeln. Manche Städte haben ja auch schon eine. Also da ist ja Paderborn auch ganz weit mit vorne mit dem Thema Datenplattform, wo es eben genau darum geht, sowohl neu entstehende Daten dort eben zu sammeln und zu schauen, dass sie dann auch wieder zur Verfügung gestellt werden können, dass man da dann eben genau diese Schnittstellen dann auch schafft, bestehende Daten auch mit anzubinden und die dann quasi so zu übersetzen, dass die dann in neuen Anwendungen auch wieder funktionieren können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich war auf der Smart Country Convention vorletzte, nee, irgendwie im Anfang November und hatte die Freude, da auch mit einer Vertreterin aus Hamburg zu sprechen. Und das ist wirklich ganz spannend, weil die ja dieses Datentransparenzgesetz haben. Und damit erlegen sie eben allen öffentlichen Verwaltungen auf, dass die ihre Daten auch zur Verfügung stellen. Das heißt, die nicht personenbezogenen Daten. Und auf dieser Grundlage lassen sich einfach unglaublich viele Sachen basteln. Und ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum auch Leipzig ja zusammen mit Hamburg und München in diesem Projekt Connected Twins so wahnsinnig weit ist und so viele spannende Anwendungen eben schon hat, weil es da diese Daten gibt und weil es da dann einfach auch viel einfacher ist zu gucken, was ist eigentlich der Bestand, wie sieht es hier eigentlich aus und was braucht es hier für Schnittstellen. Und damit erspart man sich eben diese endlosen Diskussionen, überhaupt Zugang zu nicht personenbezogenen Daten zu bekommen, um überhaupt auch erstmal mit denen arbeiten und die dann auch verschneiden zu können. Dann holen wir jetzt nochmal Jens Libbe mit dazu, denn wir sind ja eigentlich schon mitten in der Diskussion und es kommen auch viele, viele Fragen. Und zwar die Fragen, eine ganz konkrete von Elena Garcia. Frau Ginzel, hat das Projekt mit Hamburg und dem digitalen Zwilling etwas mit Gaia-X zu tun? Nur am Rande. Das heißt, wir sind in diesem Stadtentwicklungsbereich bei Gaia-X sind wir vertreten über die Stadt Hamburg. Wir beobachten das mit großem Interesse, weil wir daran glauben, dass es quasi solche europaweiten Strukturen oder Konsortien und Infrastrukturen unbedingt braucht. Genau. Ah, wunderbar, danke. Gucken wir uns die Strukturen doch noch mal genauer an, denn zu den Verwaltungsstrukturen kommen einige Fragen rein. Aya Kleine zum Beispiel fragt, welche Verwaltungsstrukturen ermöglichen, stehen hinter den erfolgreichen Beispielprojekten? Konkreten Einblick in die Strukturen und Organisation in den Städten wünschen. Fangen wir mal mit Paderborn an. Ganz konkret, wie ist es bei Ihnen aufgebaut? Die Frage bezieht sich wahrscheinlich aufs Modellprojekt in Paderborn, ist das richtig? Ja, ich versuche mal für die Stadt Paderborn zu sprechen aus dem Projekt heraus. Ich bin ja nicht direkt von der Stadt Paderborn, vielleicht das auch nochmal am Rande. Genau, wir sind ein Projektteam. Wir haben das Ganze in verschiedene Arbeitspakete strukturiert. Ein Arbeitspaket kümmert sich unter anderem um den digitalen Zwilling an der Stelle. Ein anderes Arbeitspaket um eine Datenplattform als Basis für so einen digitalen Zwilling. Das ist ja eben auch in der Diskussion schon durchgekommen, dass entsprechend auch für neue Anwendungen entsprechende Datendrehscheiben benötigt werden. Und Schnittstellen sind dann ein großes Thema, aber auch entsprechend die Aggregation von Daten, um sie am Ende auch einem digitalen Zwilling zur Verfügung zu stellen. Das sind Arbeitspakete, die sich so um das Thema Daten, digitaler Zwilling bei der Stadt kümmern. Dort gibt es entsprechend noch ein weiteres Paket, was den Sektor Mobilität adressiert. Das ist eng verknüpft auch mit dem Thema Datenplattform in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin. Und das Ziel ist wirklich, entsprechend über diese Infrastrukturen im digitalen Zwilling die Daten zu liefern, auch in der Qualität, dass dort entsprechend auch Anwendungen aufgesattelt werden können. Aber die Genau. Arbeitspakete, wie viele Leute stecken in diesen Arbeitspaketen? Wie viele Leute müssen das stemmen? 10? 3? Genau, also im Anderthalb? Prinzip, wir sind pro Arbeitspaket im Schnitt so circa 2 Leute. Also das ist aktuell ist, so die Personalstärke, die wir dahinter haben in Paderborn. Genau.
Vielen Dank. Wir holen gleich mal Klaus Lüdemann auf die Bühne. Aber erst muss ich noch Kim Svenja Strupp fragen, wo ist eigentlich diese GmbH angesiedelt und wer hatte die Idee dazu? Also wie sehen die Strukturen bei Ihnen aus? Genau, also angesiedelt, tatsächlich sind unsere Gesellschafter die beiden Kreise und die Landeshauptstadt Kiel. Wir sind also eine Gesellschaft. Wir funktionieren zwar als GmbH, sind aber eine Gesellschaft der Kommunen. Und dadurch haben wir unterschiedliche Aufgaben von denen übertragen bekommen. Wir haben uns aufgestellt in dem Bereich Mobilität, dann machen wir dazu Arbeit und Wirtschaft und eben die Querschnittsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wer hatte Wir die entscheiden. Idee dazu? Saßen Das die waren irgendwelche Leute beim unterschiedliche Bier zusammen? Akteure aus Landeshauptstadt Kiel und Kreisen tatsächlich, weil also ein besonders großes Thema war sowohl die Mobilität, einfach die Erkenntnis, die Menschen, die bewegen sich über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus, ohne dass das für sie in irgendeiner Form eine Grenze, eine Barriere ist. Das ist für sie Quatsch. Und im Bereich Wirtschaft natürlich auch die Wirtschaftsförderung. Da ist ein ganz großes Thema Flächenmanagement. Also die Landeshauptstadt Kiel leidet unter enormer Flächenknappheit und die Kreise sind total froh, wenn dort Neubaugebiete, Gewerbegebiete entstehen, wenn eben die Unternehmen da auch rausziehen und wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht. Und da ging es eben darum, gemeinsam dann auch dort Kräfte zu bündeln. Wir haben zum Beispiel bei uns angestellt drei FachkräfteberaterInnen, die eben versuchen, die Fachkräfte zu uns hochzuholen in die Region und eben auch Studierende nicht nur in der Landeshauptstadt Kiel zu halten, sondern auch raus in die Region zu bekommen. Oder auch wiederum dann die Menschen, die in der Region wohnen, dann in die Landeshauptstadt Kiel zu vermitteln. Also da gibt es einfach so ein paar Themen, wo erkannt wurde, dass es Sinn macht, dass wir stärker sind, wenn wir die Herausforderung gemeinsam angehen und da die Kräfte bündeln. Und Beate Ginzel, wie viele Leute sind Sie in Ihrem Referat und ist Ihr Referat direkt angesiedelt neben Burkhard Jung, dem Oberbürgermeister von Leipzig? Nein, ist es nicht. Das war bei der Gründung des Referats, war es uns ganz wichtig, auf der Umsetzungsebene, also auf der Ämter- und Referatsebene angesiedelt zu sein. Wir sind im Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales. Und es gibt noch eine zweite Struktureinheit, Organisationseinheit, die sich um diese gesamten Digitalisierung der Verwaltung und OZG-Themen kümmert. Nur mal nochmal zur Erläuterung, also eine Zweiteilung in Leipzig. Und in dem Referat selber sind wir 23 Personen, wovon der allergrößte Teil aber tatsächlich fördermittelfinanziert ist und nicht nur über das hier schon mehrmals genannte MPC-Programm oder Sparks aus dem Referatsteam arbeiten vier Leute in diesem MPC-Projekt und die Themen überschneiden sich. Na, sozusagen immer wieder. Leute arbeiten quasi bei unter anderem im Klimaschutzbereich, im Energiebereich, am Energieatlas zum Beispiel, unseren großen digitalen Zwilling zur Energiewendeplanung in der Stadtverwaltung. Und wir sind eine Querschnittseinheit, die mit ganz vielen verschiedenen Fachämtern und Referaten, mit den Hochschulen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Das heißt, integriertes Arbeiten auf einem ganz neuen Level sozusagen. Klaus Lüdemann, Sie warten schon ein bisschen zu lange. Tut mir leid, aber jetzt holen wir Sie hoffentlich auf die Bühne und dann dürfen Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Anregungen erklären. Ich hoffe, Sie kommen jetzt auf die Bühne. Auch Marius Müller wollen wir noch auf die Bühne holen. Ich sehe das im Moment nicht. Vielleicht kann mir die Technik einen kurzen Hinweis geben, was da los ist. Ansonsten müssen wir jetzt tut sich da etwas. Wir warten noch mal einen ganz kleinen Moment. Ich muss mich noch laut schalten. Jetzt bin ich laut geschaltet. Wunderbar, super. Wir Ja, sehen Sie noch nicht, aber ganz wir hören kurz, Sie. weil ich muss jetzt sofort los. Ich bin Oh. Stadtrat in Wuppertal und wollte auf das Thema Verhaltensänderung eingehen. Persönliches Erlebnis war wieder, der Papiercontainer im Keller war wieder voller Pizzakartons und am Glascontainer heute Mittag lag dann auch gleich ein Stück Pizza auf der Straße und daneben eine Portion Pommes Aus frites. unserer Kamera. Da hilft uns auch das Wiegen des Mülls oder andere smarte Systeme überhaupt nichts, wenn die Leute nicht vernünftig damit umgehen. Das heißt, Müll reduzieren ist toll,
Aber ich weiß nicht, ob das über technische Systeme geht. Ich bin selber Ingenieur und habe Zweifel, ob Technik da helfen kann. Die Leute müssen einfach vernünftig damit umgehen und Pizzakartons sind im Grunde überholt. Man muss Recycling, nicht nur recyclingfähige Verpackungen, sondern auch wiederverwendbare Verpackungen haben, um überhaupt nicht so viel Pizzakartons zu produzieren. Und das ist also meine Nachricht, mehr über Verhalten und solche grundlegenden Strukturen erledigen, als jetzt anzufangen, den Müll zu nehmen. Vielen Dank. Da müssen wir mal nachfragen. Jens Libbe, verzetteln sich Kommunen, die sich um die Digitalisierung kümmern und nicht darauf achten, dass wir eigentlich was an den Verhalten ändern müssten? Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Natürlich ist sozusagen individuelles Verhalten das A und O. Theoretisch könnte Technologie natürlich solch ein Verhalten auch überwachen. Man könnte die Müllplätze mit Kameras überwachen, aber das ist ja nicht die Smart City, die wir in Deutschland wollen, sondern da muss man im Grunde auf beiden Enden ansetzen. Das eine ist sozusagen die Möglichkeiten der Technologie dort nutzen, wo es Sinn macht und individuelle Verhaltensänderungen beziehungsweise Appelle dann eben das Verhalten zu ändern. Das ist die andere Schiene, aber das ist nicht das Gegenstand im Moment der Smart City, sondern in diesen Smart City Projekten, das hört man ja aus den Beispielen, geht es erstmal um das Erproben von neuen technologischen Möglichkeiten und das andere muss dann zusätzlich geschehen. Vielen Dank. Klaus Lüdemann, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Danke für die Frage. Und Marius Müller, jetzt kommen wir zu Ihnen. Ihre Frage, bitte schön. Schön, Sie zu sehen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich muss auch um halb los, aber ich probiere es mal noch einzupacken. Zum einen ist eine Anregung, die ich gerne mit reingeben möchte, dass ich mich frage, wie stark werden so Bürger und Bürgerinnen mit einbezogen in die ganzen Sachen? Weil wenn man jetzt 10 Leute hat, in, sage ich mal, Kiel, aber man hat eigentlich eine Einwohnerzahl von 250.000 Leuten, dann könnte halt viel mehr Leute, viel mehr Brainpower könnte da zusammenkommen. Und ich denke, das kann man irgendwie über digitale Sachen auch gut abbilden. Und eine andere Sache ist, die ich ja, mit reinbringen möchte. Wir hatten jetzt ja nochmal viel Regen jetzt in der letzten Zeit, aber ich denke, dass das nächste Jahr auch wieder ziemlich trocken werden könnte und dadurch auch wieder im Sommer ziemlich heiß wird. Und da wollte ich einfach mal die Städte anregen, auch zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es denn da, die Städte auch zu kühlen. Also nicht, dass wir nur berechnen können, dass die Städte ziemlich heiß werden oder so werden, sondern auch schauen, wie kriegen wir es denn wieder runtergekühlt. Und da würde mich interessieren, ob so ein digitaler Zwilling sowas vielleicht machen kann. Ich hatte mir jetzt den von Fuchstal angeschaut, hatte da gesehen, da gibt es viele Felder und ich beschäftige mich mit dem Thema Agroforst. Das heißt, wir bringen wieder viel mehr Bäume auf die Äcker und dadurch mehr Transpirationsleistung. Und mit dieser Transpirationsleistung ist, wie wenn ich Sport mache und ich kann nicht schwitzen, dann werde ich zu heiß. Und wenn eine Stadt nicht schwitzen kann, dann wird die auch zu heiß. Wenn wir jetzt aber die, ich mache nur einen Punkt gleich, genau, wenn wir Städte, ich denke, wir müssen die Städte wieder zum Schwitzen bringen. Und da kann Agroforst eine große Rolle spielen. Und das würde mich freuen, wenn es da ja Modelle gäbe, die sowas mal berechnen können, wie viel das denn so bringt dann. Dann gehen wir doch als erstes mal nach Schleswig-Holstein und fragen, wie kann man eigentlich das Wissen der Crowd nutzen und was machen Sie da schon? Ja, über diese Frage freue ich mich total, weil wir es wirklich ausgereizt haben mit dem Thema Beteiligung oder in Kiel sagt man sogar lieber Mitwirkung, weil sich Beteiligung immer noch so ein bisschen von oben herab anhört. Also wir als Verwaltung oder irgendeine Obrigkeit erlauben jetzt anderen, sich zu beteiligen und eben dieses immer Mitwirken oder Engagement, das trifft das einfach ein bisschen besser. Und da gibt es natürlich viele digitale Möglichkeiten. Wir arbeiten selber mit einer Ablegerplattform von WeChange. Und das passt hier auch ganz schön als Thema, weil das initiiert wurde tatsächlich schon 2018. Da haben die Klimaschutzmanagerinnen und Manager der Region damals gesagt, wir hätten gerne eine Projektplattform, wo sich Projekte zum Thema Klimaschutz versammeln können, präsentieren können, MitstreiterInnen anwerben können, vernetzen können und so weiter. Das haben wir damals mit WeChange umgesetzt. Das heißt, ganz schön
Norddeutsch bei uns MOQWI, www.moqwi.de, und heißt so viel wie eben machen wir. Und das wächst immer weiter. Da sind wir inzwischen insgesamt eben nicht nur, also liegt der Fokus nicht mehr nur auf Klimaschutzprojekten, sondern insgesamt aus Projekten aus dem Bereich Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. Die bauen wir gerade weiter auch aus und wollen gerne andere Tools da auch noch mit dranhängen. Wir hatten gerade am Dienstag auch ein Gespräch zum Thema DPAS. Das ist ja auch ein Tool, das in dem Zusammenspiel Leipzig-Hamburg-München entwickelt wurde. Das ist eben ein Tool, was Stadtplanung und bürgerschaftliches Engagement zusammenführt, weil dort eben die Menschen direkt in diesem digitalen Tool Punkte markieren können, setzen können und dort ihre Ideen oder Rückmeldungen zu eben Plänen aus der Stadtentwicklung dann auch einspielen können. Und wir wollen das gerne jetzt eben so weit treiben, dass man nicht nur diese Ideen dort hat, sondern dass auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich möchte da auch selber dran mitwirken, ich könnte mir vorstellen, selber so einen Blühstreifen anzulegen, einen in der Quartiersgestaltung was mitzumachen, eben diese Projekte dann direkt auch errichten können und dann man eben auch transparent sehen kann, was aus diesen Projekten wird. Wir haben aber gemerkt, bei all diesem Thema Digitalisierung kann man sich die analogen Formate unmöglich sparen. Also wir kennen es alle durch Corona und da können wirklich viele ein Lied singen. Es ist noch viel schwerer als sonst aus der berühmten Bubble rauszukommen, denn nicht alle Menschen haben Lust oder können digitale Beteiligungstools bedienen. Und wir haben im Rahmen von unserem Projekt ein Tiny Rathaus entwickelt, das kleinste Rathaus der Welt. Wir waren damit auch ein bisschen in der Presse, also auch da, ich kann den Link hier gerade gleich gerne nochmal reinposten. tinyrathaus.de. Wir haben eine Außenstelle der Verwaltung auf vier Rädern, nee Quatsch, es sind nur zwei, auf zwei Rädern geschaffen, kann man aber anhängen an ein Fahrzeug und kann damit eben rausfahren zu den Menschen. Das heißt, wir sind weggegangen von dem Ansatz, wir wollen was von euch wissen, bitte kommt zu uns in irgendein Rathaus, in irgendeinem Stadtzentrum, sondern haben gesagt, wir wollen gerne mit euch sprechen, wir kommen zu euch, na klar. Und zwar kommen wir mit dem Tiny Rathaus angefahren, wir stehen eine Woche vor Ort und sind bereit, eben eure Bedarfe und eure Fragen und eure Wünsche dort dann auch einzusammeln. Und das hat wirklich unglaublich gut funktioniert im Großen und Ganzen. Es hat auch einige Herausforderungen mit sich gebracht. Da kommt man nämlich so vom einen ins andere, dass man dann, tschüss, danke für die Frage nochmal. Wir müssen ganz kurz noch Ihre zweite Frage beantworten. Ja, ich muss halt in einem anderen Meeting sein. Achso, aber Beate Gintl, ganz schnell. Können virtuelle, digitale Zwillinge helfen, den Klimawandel in den Städten vorherzusagen und welche Maßnahmen am besten dagegen geeignet sind? Ja oder nein? Ja. Herr Müller. Ich schreibe Ihnen einfach nochmal, Frau Gintl. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Runde. Macht's gut. Für Ihre Fragen. Schönen Abend. Danke, meine Damen und Herren. Prima. So, und Anja Lang aus Bad Nauheim, sie fragt, sehr beeindruckend, was in Leipzig passiert, sagt sie, aber wie hat der Personalrat in der Leipziger Verwaltung reagiert auf das smarte Heizungsmonitoring? Ist das System raumscharf und damit nachvollziehbar, wer wie viel Strom verbraucht? Es ist gebäudescharf. Und der Personalrat? Der Personalrat, dadurch hat es den Personalrat nicht gestört, weil unsere kommunalen Gebäude sind so groß, dass man keine Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen kann. Jens Libbe, dann fragen wir jetzt nochmal, was ist eigentlich in den kleinen Kommunen so machbar? Welche Maßnahmen sind Ihnen da bekannt, fragt hier jemand. Und Frank Lusche fragt, gibt es Listen mit bewährter Sensorik, zum Beispiel für ein Energieverbrauchsmonitoring, die sich für kleinere Städte und Gemeinden eignen und die für den Einsatz durch die Zivilgesellschaft geeignet sind? Das ist ja so eine Frage. Stellt man Tools zusammen, sodass es kleinere Kommunen einfacher haben, auch zumindest sich auf den Weg zu machen? Also so eine Liste ist mir nicht bekannt, aber was die Kommunen im Moment machen, sie begeben sich in den Erfahrungsaustausch. Die Smart City Projekte sind alle untereinander vernetzt in ganz unterschiedlichen Arbeitsgruppen und die behandeln da solche Themen und tauschen ihre Erfahrungen aus und so erfahren dann auch andere Kommunen, die nicht in der Förderung stecken, welche Systeme sich bewähren und welche vielleicht
weniger zu empfehlen sind. Also der interkommunale Erfahrungsaustausch ist da eigentlich das Entscheidende. Im Grundsatz kann man in einer kleinen Gemeinde genau das Gleiche machen wie in einer großen. Von den technischen Möglichkeiten her scheitert dann eher sozusagen an den personellen, finanziellen und sonstigen Möglichkeiten. Aber können Sie vielleicht noch mal ein konkretes Projekt benennen, ein Beispiel nennen? In welcher Hinsicht? In einer kleinen Kommune, die sich aufgemacht hat, auf den Weg eine Smart-Kommune zu werden und was Sie da getan haben. Wir könnten zum Beispiel Gestland, oder ein Beispiel hatten wir vorhin schon in unserem Vortrag, das hatte Theresa erwähnt, das Münchner Beispiel. Wir haben auch in Niedersachsen solch ein Beispiel, wo sich mehrere kleine Kommunen im Grunde zusammengetan haben, nämlich die Kommune Gestland, die sozusagen im ländlichen Raum aus vielen kleinen Gemeinden und Dörfern besteht und die sich eben auch auf den Weg gemacht haben, dahingehend, dass sie sich ein Konzept überlegt haben, für smarte Landregionen und jetzt eben auch in Projekten dort unterwegs sind, in einzelnen Maßnahmen, die ganz unterschiedliche Themenfelder berühren. Also auch so ein Thema wie Energie spielt da durchaus eine Rolle. Okay, dann gucken wir nochmal auf die konkreten Maßnahmen und wie man da jetzt eigentlich mit was am besten vorankommt. Hier gibt es eine Frage, gibt es eine Pareto-Analyse? Ich muss zugeben, ich kenne Pareto-Analysen nicht. Oder eine Priorisierung, mit welchen Maßnahmen und welcher Stadtsensorik in einer Stadt im Bestand mit wenig Geld und ohne vorhandene Revierentwicklungsprojekte gestartet werden sollte, um eine hohe Klimaschutzwirkung zu erzielen? Wer möchte das sagen? Beate Ginzel, kann man von Ihnen etwas lernen? Man hat eben nicht den Modellprojektstatus, man hat wenig Geld, wenig Leute. So, und jetzt? Ja, also ich glaube, man muss mit den trotzdem schauen, wer quasi die großen Akteure mit den großen Hebeln sind als Verwaltung. Und das sind normalerweise sind das also im Energiebereich sind das die Stadtwerke, im Mobilitätsbereich sind es die Anbieter von öffentlichen Personennahverkehr, das sind ja dann meistens sozusagen in den Regionen Verbände. Und die können letzten Endes auch durch Vernetzung beispielsweise, können die natürlich viel schneller einen hohen Hebel erreichen. Und wenn man das dann klug kombiniert, wo ich glaube, das funktioniert in einer kleineren Kommune dann vielleicht doch wieder einfacher, weil man schneller die Menschen erreichen kann, weil man die Menschen schneller erreichen kann, und da letzten Endes auch auf Verhaltensänderung abzielt, indem man Mitwirkung organisiert, so wie Frau Strupp das gerade beschrieben hat, dann hat man, glaube ich, zwei Bereiche, dann hat man zwei oder drei Hebel, die dann gut sich ergänzen. Ne? Man versucht quasi bei der Bereitstellung von Infrastruktur, die versucht man energieeffizient zu machen und gleichzeitig kann man kleinere Bevölkerungseinheiten, als wir sie vielleicht in diesen großen Städten haben, kann man vielleicht schneller auch zu einem zum Mitmachen, zum Mitwirken und zum Umdenken bewegen. Aber das vielleicht stimmt das auch nicht. Ich weiß nicht, was Frau Strupp dazu sagt. Aber man immer an dem Verbrauch sozusagen, an diesem Hebel zu arbeiten und an der Bereitstellung von der energieeffizienten Bereitstellung zu drehen mit den großen Akteuren, das sind letzten Endes die wichtigsten Punkte. Genau. Svenja Strupp. Sehen Sie das auch so? Aber ich schließe noch eine weitere Frage an. Und zwar die Frage, kennen Sie Projekte in Gewerbegebieten? Also wo lässt sich das eigentlich umsetzen, diese Digitalisierung? Fängt man da, Sie haben viel von Verkehrsprojekten jetzt gesprochen. Was kann man im Bereich der Gewerbegebiete machen? Ja, tatsächlich haben wir einen Maßnahmenbestandteil, der intelligente Gewerbegebiete heißt, weil man da ja wunderbar integrierte Lösungen eben schaffen kann und Unternehmen dann auch oftmals ja eben ein etwas
kostenbewusster dann vielleicht auch auf solche Sachen dann vielleicht direkt eingehen, wenn Sie da ein etwas wittern, wo Sie Geld sparen können oder im besten Fall vielleicht sogar Geld am Ende mit verdienen können, indem Sie vielleicht Abwehrwärme zur Verfügung stellen, indem Sie Stromkosten sparen, solche Geschichten. Da geht es um Themen wie smarte Beleuchtung, natürlich intelligente Wärmemonitoring und dann auch Wärmesteuerung, dann natürlich Ein- und Ausfuhr von Verkehren. Also manchmal, insbesondere wenn Gewerbegebiete neu geplant werden, kann es auch einfacher sein, dort dann direkt mit einzusteigen, weil man eben nicht ganz so viele unterschiedliche Stakeholder hat, wie in Mischgebieten oder Wohngebieten und etwas weniger Ansprechpartner haben, die vielleicht auch eher, ich sag mal, auf der gleichen Wellenlänge miteinander schneller ins Gespräch kommen können und vielleicht manchmal auch etwas weniger Bedenken haben, was eben die Digitalisierung dann angeht, wobei es natürlich auch sehr darauf ankommt, welche Art von Unternehmen dann da sitzt und mit denen man tatsächlich dann zusammen ist. Ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man möglichst schnell und einfach versucht, wirklich die Mehrwerte zu kommunizieren, wobei manche Dinge natürlich auch nicht sofort einen Mehrwert abwerfen, sondern das erstmal noch einen Moment dauert. Es gibt hier aus Schleswig-Holstein ein ganz schönes Beispiel von dem Startup Knob. Wir waren eine Zeit lang in der Presse. Die haben nämlich eine Straßenbeleuchtung, eine intelligente Straßenbeleuchtung etabliert und eine App. Und man kann eben auf der App in Dörfern, wo es keinen Sinn macht, dass die Straßenlaternen die ganze Nacht an sind, über die App selber eben sagen, ich gehe jetzt hier lang. Und in dem Moment, wo dann auch eben Bluetooth-Sensor erfasst, dass man nah genug dran ist, dann geht diese Straßenlaterne an und dann nach ein paar Minuten auch wieder aus. Und dann gab es natürlich die Leute, gerade vielleicht ältere Leute, die sagen, ich bin mit meinem Hund draußen, ich habe aber kein Handy oder ich will kein Handy bedienen oder ich brauche diese App nicht. Und dann wurde zusätzlich an zentralen Orten in diesen Dörfern, zum Beispiel in der Gaststätte oder einer Bushaltestelle, eine Art Buzzer installiert. Das heißt, dort konnte man dann auf den Knopf drücken und dann gingen eben die Straßenlaternen an und waren für eine Viertelstunde an. Und das hatte einen enorm positiven Effekt und haben eben diese intelligente Steuerung, die da erfolgt ist, ganz viele dann auch für dieses Thema begeistert. Zusätzlich konnte man eben zeigen, wie viel Strom eingespart wird, dass man gleichzeitig einen Beitrag leistet gegen Lichtverschmutzung, also Lichtemissionen, und man trotzdem dieses Sicherheitsgefühl hat, was ja oft das Thema ist, ich möchte eben die ganze Nacht das Straßenlaternen hier brennen, weil wenn ich da doch mal lang gehe und es ist dunkel, dann habe ich Angst. So, und das kann man natürlich auch nicht in Abrede stellen. Und wem gehörten dann die Daten, dem Startup oder der Region? Der Kommune. Der Kommune. Den Kommunen jeweils. Das ist in der Ausschreibung so festgelegt worden. Das war tatsächlich ein Startup, was die gesammelt hat, also was quasi das entwickelt hat und dann Kommunen zur Verfügung gestellt hat und dann den Kommunen auch dann die Datenhoheit übertragen hat. Aber ich kann so viel sagen, weil Sie gerade sagen, Ausschreibung, das ist in der Regel immer in diesen Ausschreibungen eben mit drin, dass am Ende die Kommunen die Datenhoheit hat. So muss es auch sein, dass das nicht aus der Hand gegeben wird. Ich glaube, da haben vielleicht ein paar Negativbeispiele auch mal Schlagzeilen gemacht. Aber grundsätzlich ist das so, wie ich das sehe und ich das kenne, eigentlich immer dann darin auch enthalten. Beate Ginsel nickt, aber wir gehen mal kurz zu Guido Wiens, weil hier gibt es einen Einspruch, Guido Wiens. Und zwar, es gibt sogar Synergieeffekte von Solardächern und Gründächern, also ein und nicht ein oder. Stefan Maul sagt es so. Sie hatten das vorhin so genannt. Was muss man da alles bedenken? Genau, vielleicht habe ich mich dann nicht ganz eindeutig formuliert. Genau, ist kein Thema, was sich ausschließt, glaube ich, an der Stelle. Es gibt aber doch immer wieder vielleicht noch andere Faktoren, andere Dachformen etc., wo man in verschiedenen Richtungen auch bei stadtplanerischen Themen denkt. Ich will mich da auch gar nicht zu weit drin vertiefen. Ich bin kein Stadtplaner von Haus aus. Es war nur ein Beispiel an der Stelle, um aufzuzeigen, dass es doch immer wieder Entscheidungsprozesse gibt, wo man entsprechend auch eine gewisse Datenbasis oder Transparenz braucht am Ende. Und genau. Aber vielen Dank für die für den Kommentar nochmal. Genau richtig, ja. Aber Jens Libbe, kann es sein, dass man manchmal auch in die falsche Richtung läuft bei irgendwelchen Entscheidungen? Denn Tilda Hennes fragt hier, gibt es in Deutschland auch ähnliche Negativbeispiele wie Quayside, also Cities, in denen Strategien aufgrund von Kritik zurückgenommen wurden, nicht umgesetzt werden konnten?
Also in der Dimension kenne ich das aus Deutschland eigentlich nicht. Und generell diese Form sozusagen der Stadtentwicklung, der quasi privatisierten Stadtentwicklung im ganz großen Maßstab kennen wir aus Deutschland eigentlich so nicht. Wir in Deutschland kooperieren die Kommunen mit privaten Investoren. Man schließt entsprechende Verträge, aber nicht in diesen Dimensionen. Es gibt Streitobjekte. Es gab ja auch den Google-Standort in Berlin, der vor ein paar Jahren umstritten war und die große Sorge, dass dort Gentrifizierung in Kreuzberg durch diesen Standort ausgelöst wird. Aber wie gesagt, das sind im Grunde andere Dimensionen, die man nicht vergleichen kann mit dem Beispiel aus Kanada. Kim Svenja Strupp, hatten Sie sich gerade gemeldet? Kennen Sie noch ein Beispiel? Nee, dann war das ein Versehen. Dann gehen wir einfach mal weiter und nochmal zum Thema Cybersicherheit. Denn hier sagt jemand, das mit der Cybersicherheit sei doch wichtig und deshalb auch nochmal diskussionswürdig. Neben digitalen Zwillingen, wenn Prozesse wie Wärme, Strom, Wasser, Verkehr etc. in Städten digitalisiert werden, sind sie dann nicht doch anfällig für Hackerattacken? Und wie wird sich dagegen genau geschützt? Beate Ginsel, Sie haben eben gesagt, ja, also das ist eigentlich Standard, aber was tut man da genau? Ja, vielleicht muss man dazu sagen, natürlich, Kommunen oder ihre IT-Dienstleister, die quasi die ganze Infrastruktur betreiben, sind täglich vielen Hackerangriffen ausgesetzt und glücklicherweise halten die Firewalls der IT-Dienstleister. Und also zumindest kann ich das erstmal für Leipzig sagen. Und da wir sind tatsächlich, beschäftigen wir uns natürlich damit. Also in der digitalen Agenda, in unserem Umsetzungskonzept ist nochmal beschlossen worden, dass es nochmal ein quasi neben den vielen, vielen Maßnahmen, die laufen zum Thema IT-Sicherheit, dass es nochmal ein explizites Programm geben muss, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer weiter zu schulen und zu sensibilisieren, weil letzten Endes sind wir als Menschen, sind letzten Endes sind der schwächste Part sozusagen in diesem ganzen System. Das machen viele andere Kommunen auch, also permanent natürlich Schulungen, aber auch letzten Endes Testfälle zu simulieren, zu schauen, wie reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, da das Thema Cybersicherheit permanent auch präsent zu haben bei den Kolleginnen und Kollegen. Also das ist ein Thema, dem wir uns jetzt nicht wir als Referat, sondern Kolleginnen und Kollegen an anderer Stelle in der Verwaltung nochmal neue Konzepte umsetzen, um hier das Wissen, die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer aktuell zu halten. Und gleichzeitig, ich bin auch im Arbeitskreis Digitalisierung beim Deutschen Städtetag, da haben wir das Thema auch diskutiert. Da ging es auch darum, ob es nicht quasi so kooperative Strukturen geben kann für Kommunen, die einem Cyberangriff ausgesetzt sind, so wie wir es in den letzten Jahren auch erlebt haben, wo es einen kompletten sozusagen Zusammenbruch gab, dass man hier quasi auf Bundesebene so eine schnelle Eingreiftruppe hat, die auch permanent letztendlich auch für den aktuellsten Stand ist und die dann in den Kommunen, wo das dann leider passiert ist, dann auch sofort helfen können, weil es braucht letzten Endes auch immer wieder quasi diese Weiterentwicklung der Leute, die in sozusagen Cybersicherheit gewährleisten müssen in den Infrastrukturen. Da braucht es quasi Leute, die auch permanent quasi auf Hackerangriffe reagieren müssen. Und das können Kommunen im Grunde genommen von dem Know-how her oder die IT-Dienstleister, das kann auf Bundesebene viel besser gewährleistet sein, weil die noch quasi viel öfter mit neuen Formen des Cyberangriffs konfrontiert sind. Und hier geht es letzten Endes so, wie wir erst auch schon immer wieder gesagt haben, hier geht es um Kooperationen unter den Kommunen, aber auch mit den Bundesinstitutionen. Also das, was ich damit sagen will, sowohl in den Kommunen als auch quasi im Verbund mit dem Bund werden hier immer wieder nach neuen Lösungen gesucht, damit wir tatsächlich ja, cybersicher sind als Stadtverwaltung, aber auch als alle anderen öffentlichen Verwaltungen auch. Gucken wir noch mal ganz grundsätzlich jetzt, wie man die Entwicklung zu einer
nachhaltigen grünen Stadt zusammen mit der Digitalisierung hinbekommt. Angela Nickel fragt zum Beispiel, wie stark Smart City-Ansätze schon jetzt im Rahmen bestehender Instrumente der Stadtentwicklung, wie zum Beispiel der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, mit eingebaut werden. Jens Lipper, haben Sie da einen Überblick? Es ist bei allen geförderten Projekten sogar die Auflage, dass die Smart City oder die Digitalisierungskonzepte eingebettet sind in das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Es werden keine Fördermaßnahmen im Moment gefördert, die diese Auflage nicht einhalten. Also es ist sozusagen Kernbestandteil des Programms und das folgt unmittelbar aus der Smart City Charta, wo das die erste Leitlinie ja damals formuliert wurde. Smart City und Digitalisierung sollen der integrierten Stadtentwicklung dienen. Also insofern ein klares Ja. Aber wie kann man das sicherstellen, dass Smart City-Projekte dem Klima wirklich auch helfen? Also gibt es da bei Ihnen in Leipzig zum Beispiel so ein, naja, so ein Screening? Dieses Smart City-Projekt, ist nicht gut für den Klimaschutz. Raus also, damit. Es gibt sogar ein Screening für alle Maßnahmen, die unseren Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden. Also in unserer Beschlussvorlageformular, um es mal verwaltungsdeutsch zu nennen, befindet sich eine extra Abfrage, also welchen Beitrag leistet dieses Projekt zum Klimaschutz? Das ist jetzt sozusagen welcher Beitrag. Und ansonsten kann ich sagen, dass bei uns, dass die zuständige Querschnittseinheit, das Referat für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz und wir als Referat Digitale Stadt sehr, sehr eng zusammenarbeiten, weil wir gemeinsam als Tandem diese EU-Mission klimaneutrale und smarte Städte bearbeiten. Und ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass jede einzelne Maßnahme insofern abgeklopft wird, jede einzelne Technologie abgeklopft wird, ob sie jetzt ja, klimaschädlich ist. Am Ende reden wir ja über vor allem über Energieverbräuche und hier spielt natürlich dann wieder da die letztendlich spielen unsere Stadtwerke wieder eine große Rolle, die Energiewende in Leipzig voranbringen und uns letztendlich als Kommune dann möglichst schnell mit klimaneutralen Strom zu versorgen. Und wie ist es in Schleswig-Holstein? Wie checken Sie, dass die smarten Projekte wirklich dem Klimaschutz dienlich sind? Also auch in den Verwaltungen der Kreis- und der Landeshauptstadt gibt es natürlich solche Instrumente, mit denen unterschiedliche Dinge, die durch die Ausschüsse gehen, auch geprüft werden. Ganz neu in Kiel ist tatsächlich eine Richtlinie auch und alle Entscheidungen, die gefällt werden, alle Anträge, die gestellt werden, die müssen dann darauf auch einmal geprüft werden. Kiel ist natürlich auch eine recht engagierte Stadt, die hat den Klimanotstand ausgerufen. Es gibt einen Masterplan, der heißt 100% Klimaschutz. Da wird also doch, werden recht viele, viele Werkzeuge aktuell entwickelt, sind teilweise auch schon etabliert. Wir haben eine sehr engagierte Bürgerinnenschaft da auch in dem Thema. Wir haben in den Kreisen, sowohl im Kreis Rendsburg-Eckernförde, eine etablierte Klimaschutzagentur, die gerade im Kreis Plön aufgebaut wurde. Also die Beschlüsse gibt es dafür und das sind natürlich auch in ganz vielen Bereichen dann unsere Partnerinnen und Partner, mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Um dann auch zu gucken, dass wir da natürlich entsprechend handeln. Und gleichzeitig ist ja auch unsere Smart City Strategie, speist sich ja aus sämtlichen Strategien, die es sonst so schon in der Region gibt. Und das sind Digitalisierungsstrategien, das sind aber auch die im Chat schon, beziehungsweise auch hier im Gespräch schon genannten INSEX, also integrierte Stadtentwicklungskonzepte und Ähnliches. Und die haben ja alle auch das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Ressourcenschonung da schon mit drin. Das heißt, es ist natürlich immer wieder was kondensiert auch bei uns reinspielt. Und da ist daher bestand es gar nicht zur Diskussion. Also es werden Maßnahmen im Bereich also insbesondere Mobilität für Individualverkehr, diese werden ja schlichtweg nicht gefördert, wobei wir natürlich immer wieder auch da einen gewissen Spagat machen müssen. Also weil ich hatte das eingangs schon erwähnt, wenn man so fragt, dann ist eines der ersten Themen, die man immer wieder hat, diese Parkplatzthematik. So, und wo wir sagen, ja, natürlich, da wollen wir gerne dran, da wollen wir mit smarten Maßnahmen auch auf der einen Seite gerne dazu
dazu beitragen, dass sich Verkehre nicht ballen, dass wir keine Staus haben, dass sich die Parkplatzsuche erübrigen, und gleichzeitig wollen wir es natürlich auf gar keinen Fall attraktiver machen, sich am besten noch das nächste Auto anzuschaffen. Und wir haben tatsächlich in Kiel auch nach wie vor pro Jahr 1% mehr Zulassungen als im Vorjahr. Also das ist einfach ein Thema. Und da müssen wir auch dran. Das bedeutet eben, die Maßnahmen zusätzlich müssen auch immer kommunikativ begleitet werden. Da ist ja Kiel nicht anders, als es sonst auch in der Bundesrepublik aussieht. Jens Libbe, bevor wir in die kurze Abschlussrunde kommen, sagen Sie noch ganz schnell, was muss die Bundesregierung da jetzt eigentlich regeln? Mal abgesehen davon, dass sich die Ampel nach diesem 60 Milliarden Euro Schock nun erstmal grundsätzlich über die Finanzierung ihrer Politik verständigen muss. Aber was würden Sie sagen, wo sehen Sie Regelungsbedarf? Regelungsbedarf in Bezug jetzt auf diese Förderprogramme sehe ich nicht ganz unmittelbar, sondern die Programme wurden ja aufgelegt. Das war ja eine Maßnahme der Bundesregierung im Zusammenspiel mit den Kommunen. Und das ist erstmal sozusagen der erste wichtige Schritt gewesen. Das Programm, wenn wir von den Modellprojekten Smart Cities reden, ist aufgelegt bis 2030. Und die nächsten Schritte werden es einfach sein, die guten Beispiele, die sich jetzt so rausschälen in den Kommunen, sich nochmal genauer anzugucken und ein Stück weit eben auch zu schauen, was lässt sich verallgemeinern. Und das ist sozusagen Kernbestandteil des Programms, dass wir jetzt aus der Zusammenarbeit der Smart City Modellstädte heraus schauen, welche Maßnahmen sind besonders erfolgreich und was lässt sich daraus für andere Kommunen in Deutschland ableiten. Vielen Dank. Wir kommen zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Kim Svenja Strupp, da machen sich viele Kommunen auf den Weg. Wann wird eigentlich Ihr Unternehmen überflüssig sein, weil es nicht mehr um smarte Regionen gehen wird, sondern diese selbstverständlich sind? 2035? Also unser Unternehmen wird gar nicht überflüssig, weil wir noch ganz viele Themen mehr bearbeiten. Und immer wenn wir ein Thema bis zur Erschöpfung bearbeitet haben, dann finden sich schon neue. Aber nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wir arbeiten uns ja immer weiter vor. Und ich denke, smarter geht immer, nachhaltiger wird immer gehen. Es wird gesünder wird immer gehen. Wir entwickeln gerade das Thema Gesundheitsregion. Also das sind ja alles Prozesse, wo ich nicht sagen könnte, wo es einen eindeutigen Start oder auch ein eindeutiges Ende in Sicht gibt. Vielen Dank. Und Guido Wiens, wie sieht das Energiesystem der grünen Smarten City 2035 aus in einem Satz? Das ist eine gute Frage. Das würde ich gerne jetzt beantworten können. Das ist natürlich immer ein iterativer Prozess an der Stelle. Ich glaube, was wirklich schön wäre, wenn wir schaffen, gemeinsam bei der Energiewende so effizient wie möglich zu sein, erzeugte Energien lokal zu nutzen und zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Und Beate Ginzel, Ihr Tipp für andere Kommunen, egal ob klein, ob groß, was müssen Sie jetzt als erstes tun oder können Sie als erstes tun? Die noch nicht die Strukturen aufgebaut haben, also den kann ich wirklich empfehlen, oder es ist unheimlich wichtig, dass Leute die Aufgabe bekommen, dieses Querschnittsthema Smart City umzusetzen und sich mit anderen Kommunen zu vernetzen und da letztendlich sich auch quasi in eine Mitnutzung zu gehen oder eine Replikation von schon, es gibt so viele Lösungen, wie wir gerade auch hören, in so vielen Städten und Kommunen, da ist so viel schon entwickelt und gelernt worden. Und da kann ich nur empfehlen, sich mit anderen zu vernetzen und am besten auch in Entwicklungsquasi Communities zu gehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Also das Thema einer für alle muss es auch bei der Smart City geben. Vielen Dank, Beate Ginzel und Jens Libbe. Sagen Sie uns am Schluss noch, was würde eigentlich fehlen, wenn die City, die Region, sagen wir die Kommunen, nicht smart werden würden? Ja, was würde fehlen? Sozusagen die datenbasierte Steuerung als neue Möglichkeit, das würde fehlen. Die Technologie ist ja da. Vielleicht wird es nicht so reibungslos gehen. Ganz herzlichen Dank, Jens Libbe, Beate Ginzel, Guido Wiens, Kim Svenja Strupp. Dankeschön. Die Initiatoren der nachbarschaftlichen Kiestruppe in Berlin, meine Damen und Herren, laden übrigens zum Nachahmen ein. Die eigens programmierte Software sei frei verfügbar, sagen die.
Smart kann natürlich vieles sein, nur eine Stadt, die sich allein als etwas digital Gesteuertes versteht, wird dem Begriff dann wohl doch nicht wirklich gerecht. Das kam heute raus, denke ich. Es geht um viel mehr, um Lebensqualität, darum grüner, nachhaltiger zu werden. Schlau ist also eine Stadt oder auch Region, die gut funktioniert, um die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität zu sichern und 2035 eine Green City zu sein. Aber mehr dazu sagen Ihnen jetzt nochmal Sabine Drewes und Ulrike Wolf. Und ich sage schon mal, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken, Mitdiskutieren. Und jetzt Sabine Drewes und Ulrike Wolf. Bitte schön, Ihr Screen. Tschüss und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank, Hanna Gerstmann, auch für die tolle Moderation mal wieder. Und vielen Dank an alle Referenten und Referentinnen für die inspirierenden Einblicke in die kommunale Praxis. Ich persönlich habe sehr viel gelernt. Mir scheint es zunächst so zu sein, dass das Thema in Deutschland noch am Anfang ist. Wir haben zahlreiche Beispiele gesehen, hauptsächlich eben zu den Themen Energiesparen, ÖPNV-Verdichtung, Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch zur Bürgermitwirkung. Mich persönlich hat besonders beeindruckt, dass die Debatte in Deutschland sich offensichtlich bewusst von der Technikzentrierung internationaler Entwicklungen absetzt und so einen kleinen Gegenakzent setzt und dass die Smart City natürlich nicht nur ein Thema für die Städte ist, sondern auch für den ländlichen Raum. Ja, wir freuen uns auf die nächste Sitzung schon mal und Ulrike Wolf sagt Ihnen gleich, worum es dann geht. Also vielen Dank auch nochmal an das Deutsche Institut für Urbanistik und ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Abend. Ja, dem schließe ich mich an. Ich bedanke mich auch für Ihre Fragen, auch von denen wir immer viel lernen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das nächste Mal treffen wir uns zur nächsten Green Cities Veranstaltung am 21. März, also wieder der dritte Donnerstag im Monat, zu dem Thema den Strukturwandel klimafreundlich gestalten. Ich hoffe, viele von Ihnen sind wieder dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich auch Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank.